Ihr wisst, dass ihr was richtig gemacht habt, denn ihr seid bei den Championship Rounds bei Sebastian Hackl, bei Florian Mandawid. Was ihr nicht wisst, ist, dass wir gerade, glaube ich, eine Stunde übers Leben philosophiert und diskutiert haben. Und alles begann mit dem verpassten Weightcut von Charles Oliveira. Da reden wir gleich drüber. Der verpasste Weightcut, die komplette Card von UFC 274 fand ja statt am vergangenen Wochenende im Footprint Center in Phoenix, Arizona. Bevor es aber losgeht mit dieser Diskussionsrunde, noch ein kleiner Hinweis. YPSI-shop.com, das ist unser Partner. Wenn ihr da den Promocode HACKMAN benutzt, also HACKMAN eingebt, dann bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Zum Beispiel auf den Amino-Elektrolyt-Komplex, den habe ich heute zu mir genommen, habe 1,5 Stunden fleißig gepumpt mit Pina Colada-Geschmack. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, das Teil. Ihr wisst ja, Elektrolyte verliert man, wenn man ordentlich schwitzt. Check, habe ich gemacht. Muskeln will ich auch aufbauen. Check, da sind Aminosäuren natürlich gut. Deswegen Amino-Elektrolyt-Komplex und auch alles andere. Proteine, Vitamine, Kreatin etc. pp. YPSI-shop.com, Promocode HACKMAN, 10% Rabatt auf alles. Und ja, die beiden Radiogesichter hier bekommen einen Teil des Erlöses. Das erwähnen wir nur so nebenbei, das ist nicht so wichtig. Und ja, das YPSI, das Your Personal Training Institute, Strength Institute, pardon, von Wolfgang Unsöld in Stuttgart, ist immer eine Reise wert, wenn ihr Kampfsportler seid und schneller, stärker, besser werden wollt. Der Mann bringt euch auf Vordermann. Der hat auch zum Beispiel Peter Sobotta trainiert und auf ein neues Level gebracht. Und mit dem habe ich am vergangenen Wochenende kommentiert, Flo. Und hast vor allem, also das, über das Kommentieren habe ich nur Positives gelesen, hast vor allem mit dem guten Mann ein Datum ausgemacht, an dem wir aufnehmen können. Denn wir haben ja unseren Abonnenten bei der Marke zu 400 Abonnenten versprochen, dass der irgendwann mal Gast sein wird. Was keine Lüge war, es hat einen Moment gedauert, du hast ihn jetzt persönlich getroffen. Das ist immer ein viel besserer Moment, Dinge auszumachen und als irgendwie eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben. Hast ihn festgenagelt, dementsprechend das Versprechen von mir aus ein bisschen spät gehalten, aber auf jeden Fall gehalten. Ein Mann, ein Wort. Peter Sobotta, ja, wird zu Gast sein. Sehr stabiler Typ auf jeden Fall. Aus der Außenwahrnehmung kann ich das zumindest so sagen. Freue mich, ihn mal persönlich kennenzulernen und glaube, das wird wirklich eine sehr, sehr spannende Folge. Ja, war super mit ihm zu kommentieren. Der ist ruhig, der ist sachlich, aber auch unterhaltsam. Also hat Bock auf Kommentieren, hat da wirklich eine gute Transition hinbekommen, jetzt im Leben nach dem Kämpferdasein quasi als Coach und als Seminarleiter und jetzt auch als Kommentator bei der Zone einzuschlagen. War cool, mit ihm über diese Weightcut-Sache zu sprechen und die Kampfverläufe zu analysieren. Der nimmt sich nicht wichtig, der will den Zuschauer informieren, hat toll harmoniert, echt ein stabiler Dude. Also mit Peter Sobotta kommentiere ich sehr, sehr gerne. Und wenn wir mal zur Card kommen, also UFC 274, Oliveira gegen Gaethje war ja der Main Event, Footprint Center, wie gesagt, Phoenix, Arizona. Fangen wir wahrscheinlich ganz oben an mit der Kirsche auf der Sahnetorte. Und das war wirklich eine fruchtige, eine knackige, eine dunkelrote Kirsche, wie man sie sich vorstellt. Charles Oliveira besiegt Justin Gaethje durch Submission im Rear Naked Choke in der ersten Runde nach 3 Minuten 22 Sekunden. Trotzdem, diese Weightcut-Sache war ein toller Kampf, eine krasse Leistung von beiden. Diese Weightcut-Sache schwebt über uns so ein bisschen wie ein Damoklesschwert. Und wir haben uns gerade ganz, ganz krass darüber unterhalten, denn wir kommen so aus zwei verschiedenen Richtungen. Aber mir ist wichtig, dass wir euch die Stimmung und die Freude und den Fun an dieser Analyse nicht verderben. Trotzdem wollen wir es nicht vergessen. Also, ich bin krass enttäuscht gewesen von Charles Oliveira. Also, es ist A, sein fünfter verpasster Weightcut in der UFC. Ja, ich weiß, viermal was im Federgewicht. Es ist B, der verpasste Weightcut von einem Champion, von der Galionsfigur, vom wichtigsten und in meinen Augen mittlerweile auch besten Fighter im Leichtgewicht, habe ihn ja lange unterschätzt. Kurz gesagt, mich hat es krass geärgert, dass jetzt der Titel vakant ist, obwohl er dann auch so eine tolle Leistung abliefert, hat dieser Abend so einen kleinen Geruch nach, naja, ich weiß nicht. Ja, ich verstehe es komplett. Also, weil du jetzt gesagt hast, wir kommen aus komplett unterschiedlichen Richtungen. So ist es nicht. Ich war auch enttäuscht. Dachte mir auch, Mann, das kann es doch nicht sein. Wie unnötig. 200 Gramm wirklich an denen scheitert jetzt auch Junge. Selbstverständlich. Ich habe halt im Hintergrund, dass da im Hinterkopf, dass viele Fighter und vor allem Fighterinnen namentlich, die sich da wirklich auch zu Wort gemeldet haben, dem Reporter Julhelme Cruz zum Beispiel wurde von Norma Dumont und von Ariane Canelossi mitgeteilt, dass über Nacht, also von Donnerstag auf Freitag, Freitag ist ja wiegen, diese Waage offenbar resettet wurde, neu kalibriert wurde und die haben Zugang zu diesem Raum in der Regel bereits und haben natürlich eine digitale Waage irgendwie auch noch bei sich, können sich damit irgendwie auch abgleichen und am Tag vorher auch mal ihr Gewicht checken. Und die haben beide am Tag
des Wiegens festgestellt, dass sie 2 Pfund schwerer sind, als sie eigentlich dachten. Das zumindest laut ihrer Aussage kann ich natürlich jetzt auch nicht bestätigen. Und angedeutet vielen Reportern haben das wohl mehrere Athleten, haben sich jetzt nicht namentlich genannt, aber da gibt es wohl mehrere Stimmen, die gesagt haben, irgendwas mit dieser Waage war auf jeden Fall abenteuerlich. Kann ich jetzt nicht bestätigen, kann ich jetzt nicht widerlegen. Du hast auch richtig eben in dem Talk schon gesagt, es haben doch etliche andere Kämpfer auch Gewicht gemacht. Also man könnte jetzt auch nicht sagen, dass jeder schwerer ist. Vor allem der Name Norma Dumont macht mich da irgendwie schon so ein bisschen stutzig. Die hat eine Zeit lang im Bantamgewicht gekämpft, hat jetzt das erste Mal Federgewicht probiert, also eingesehen, okay, ich trete 10 Pfund schwerer an und auch das abenteuerlicherweise um ein halbes Pfund nicht geschafft. Kann natürlich auch sein, dass sie selbst dieses Gewicht nicht packt, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, eine Frau, die eigentlich Bantamgewicht jahrelang gerade so gekratzt hat oder knapp verpasst hat, muss man fairerweise natürlich auch sagen, also die Entscheidung ins Federgewicht hochzugehen, selbstverständlich richtig, aber ja, dass auch die dann Federgewicht nicht geschafft, irgendwie hat mich das auch schon so ein bisschen stutzig gemacht. Wenn diese Stimmen kommen, keine Ahnung, ich möchte mir es vielleicht auch einfach ein bisschen einreden. Und ich persönlich war, ja, man kann überhaupt keinen Podcast aufnehmen, irgendwie über MMA, wenn man sagt, man misst alles mit dieser Herangehensweise. Ich kann nicht mal bei GMC antreten, auch nicht bei den Amateurkämpfen. Ich werde von jedem umgeputzt. Dementsprechend dürfte ich über nichts sprechen, wenn ich das alles mit diesem Urteil angehe. Aber irgendwie dabei sein Gewicht perfekt, on point, auf den Pfund, genau irgendwie unter Kontrolle zu haben. Da komme ich mir ein bisschen vor, irgendwie wie dieser dicke Typ vorm Fernseher, der den Stürmer anschreit, dass er doch diesen Ball aus 20 Metern verwandeln muss. Das ist doch sein Job. Ist es, selbstverständlich. Und ich verstehe es auch wirklich. Ne, der hat einen Vertrag, da heißt 155 Pfund hast du zu wiegen. Wenn du struggles, dann bereite dich lieber auf 154 vor, arbeite halt ein bisschen Puffer ein. Aber jeder versucht natürlich eine Punktlandung zu machen. Und der hat die Punktlandung nicht geschafft, dementsprechend seinen Job nicht gemacht. Komplett richtig, enttäuscht war ich auch, aber irgendwie bin ich in der Hinsicht nicht so hart am Urteilen wie die allermeisten. Also du bist da definitiv nicht allein, das würde ich fairerweise noch nachschieben. Ich gehe halt von mir aus und als Weißgurt, wenn ich mit meinem Partner Alex, der Blaugurt ist, zum Jiu-Jitsu-Turnier fahre, dann haben wir eine Waage dabei. Dann bestelle ich mir bei Amazon eine Waage für 20 Euro, eine Digitalwaage, und am Abend vorher stellen wir uns da mal drauf. Denn sogar bei den Amateuren und sogar in der Weißgurtklasse wirst du ausgelacht, wenn du ein Kilo zu schwer bist und dann in der anderen Gewichtsklasse antreten musst oder gar nicht antreten darfst, weil du das Gewicht nicht erbringst. Und dann in der Instagram-Story Fotos aus dem McDonald's zu posten, sorry, da falle ich halt vom Glauben ab. Also du bist der Champion, du bist der beste Kämpfer der Welt. Du bist die Vorbildfigur, du gibst den Ton an in dieser Division. So hast du ja auch gekämpft. Kein Hate, das war ein super Kampf. So lange, wie es gedauert hat, aber da erwarte ich mir einfach mehr. Und ja, Charles Oliveira, 29. Kampf in der UFC. Das ist jetzt der fünfte verpasste Weightcut. Jetzt beginnt es auch schon eine Gewichtsklasse höher. Das hat mich enttäuscht. Alles andere war super. Das war top. Der kommt in diesen Kampf und wird hart getroffen, wird zweimal niedergeschickt. Einmal war es ja so ein Delayed Knockout quasi. Also er fällt erst später um, obwohl die Schlagwirkung gar nicht direkt da war, sondern einfach ein paar Sekunden später hat der Körper mal kurz abgeschaltet. Kann natürlich auch an der Dehydration gelegen haben. Und liegt dann so auf dem Rücken und ich denke mir, wow, Gaethje killt den jetzt. Kommt in diesen Kampf zurück. Was der für eine Bugwelle an Offensive an den Gaethje angebracht hat. Haken, Fürhände, Overhands, Clinch, die ganze Zeit Guillotines angetäuscht, Würge angetäuscht, Overhook, Underhook gepammelt, versucht gegen den Rücken zu gehen. Also Gaethje war ja komplett von dieser Flutwelle irgendwie ja, aufgehalten zwischenzeitlich. Und dann klingelt der Gaethje an und dann macht Gaethje natürlich auch genau das, was er halt immer macht. Macht kein Tactical Stand-up oder kein Stand-up am Zaun oder bleibt nicht erstmal liegen und schaut sich das an, sondern stützt sich auf und darauf wartet halt Oliveira und steigt ihm auf den Rücken und tappt ihn. Aber trotzdem war das ein Feuerwerk. Also die 3 Minuten 22, das war Werbung für den MMA-Sport, das war Werbung für den Kampfsport, das war Werbung für zwei große Sportler. Und der komplettere, das muss man sagen, der auch wesentlich mehr einstecken konnte hier in diesem Kampf, hat gewonnen. Definitiv. Also wir sollten jetzt wirklich auf dem Thema nicht zu lange rumreiten. So ist halt ein negatives Thema, sonst sind wir irgendwie die Miesepeter zu diesem Dehydrieren. Ich frage mich halt wirklich, wie dehydriert der Mann wirklich ist, denn er ist ja eigentlich jemand, der donnerstags schon Gewicht macht, zumindest laut eigener Aussage. Keine Ahnung, wirkt eigentlich für mich auch immer leichter als sein Gegner.
Und er kommt halt super schnell zurück. Also es ist ja nicht so, dass der wirklich, dass du das Gefühl hast, der funktioniert motorisch gar nicht, sondern er hat so diese Flash-Knockouts. Okay, eigentlich beschreiben das auch Leute, die häufig hart cutten, aber ist halt sofort wieder da. Und ich glaube auch, dieser zweite Knockdown wurde übrigens auch nicht als solcher gewertet, wie ich aufgeschnappt habe in den ersten 10 Minuten von Morning Combat. War ja auch wirklich so ein motorisch sauberes eigentlich Hinsetzen. Ich glaube, der hat gemerkt, oh, ein bisschen schwummrig bin ich und na, da unten fühle ich mich eh wohl, hier kann ich mich letztendlich ausruhen. Und ich habe halt an diesem Kampfverlauf auf jeden Fall gemerkt, also einerseits hätte ich mich gefragt, war das wirklich auch von Charles Oliveira der perfekte Gameplan? Ich meine, der ging super auf, wirklich im Infight so wild mit Gaethje zu schwingen. Hat ihm vorhin dann ja auch gesagt, ey, der wird Druck machen, aber er wird sehen, ich kann auch Druck machen. Und ich dachte mir, boah, hoffentlich machst du das nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber woran ich halt gemerkt habe, dass ich zumindest diese Kampfverläufe, diese möglichen, nicht zu Ende gedacht habe, denn wir haben beide richtig gesagt, und das hätte ich auch immer so gesagt, Charles hat viel mehr Wege zum Erfolg. Und wenn Gaethje gewinnt, dann durch eine Hand. Aber ich habe nicht zu Ende gedacht, wie stelle ich mir das denn eigentlich vor? Denn was passiert, wenn Charles liegt? Geht Gaethje dann nach? Traut er sich in die Guard von Charles? Da hab ich nie drüber nachgedacht. Und ich merke, wenn ich mir, glaube ich, diese Frage gestellt hätte, hätte ich Nein gesagt. Das heißt, mein einziger Weg zum Erfolg war tatsächlich, dass Gaethje Charles clean ausknockt, den so hart rockt, dass der wirklich umfällt und da liegt. Oder halt wirklich komplett benommen da unten irgendwie in Embryostellung liegt. Ja, es gibt ja diesen doofen Spruch, hauen im Schwarzgurt ins Gesicht und der ist nur noch ein Blaugurt, aber Charles ist halt nicht nur ein Schwarzgurt und ich glaube wirklich, also erste Frage, war es von Charles der gute Gameplan, auch mit Gaethje wirklich in den Infight zu gehen? Und zweite Frage an dich, hätte Gaethje nachgehen sollen? Schwierige Fragen. Man hat gesehen gegen Gaethje jetzt, vorher gegen Poirier, vorher gegen Chandler, dass man Charles Oliveira treffen kann. Er wurde in jedem dieser Kämpfe hart getroffen, aber er hat wirklich ein gutes Kinn. Und auch wenn er dann liegt, hat er ja Wege zum Sieg, hat Wege, sich wieder zu erholen und kommt mit einer Wahnsinnsausdauer nach vorne. Wenn ich Gaethje gewesen wäre, hätte ich. Das ist natürlich sehr, sehr hypothetisch, denn ich bin nicht Justin Gaethje. Ich bin nicht ein Typ, der 7,5 Significant Strikes pro Minute in der UFC austeilt, auf dem höchsten Niveau der Welt. Ich hätte ein bisschen Wumms weggenommen von den Schlägen. Ich glaube tatsächlich, dass Gaethje so ein Apex-Fighter ist. Im Apex, wenn ihn Trevor Whitman clean erreicht und in den Pausen runterkühlen kann, kämpft er meines Erachtens ein bisschen bedachter. Er hat hier in dieser ersten Runde, in diesen ersten paar Minuten Schwinger rausgeholt, die haben ihn selber teilweise von den Beinen gerissen. Also diese linke Hand, die reißt ihn komplett aus der Balance und befördert ihn zu Boden. Er war wieder in diesem Modus, wo er einfach wild mit 150% schwingt, mit jeder Hand den Kopf von den Schultern trennen will. Und das war Teil seines Untergangs tatsächlich. Und die größte Komponente in diesem Kampf, wo die größte Fähigkeiten, Diskrepanz besteht zwischen den beiden, ist das Jiu-Jitsu. Gaethje ist ein guter Ringer, das wissen wir. Also der Griffkampf, der Gripfight und das Pummeling, das übersteht er meistens, sonst kann er gut lösen. Aber wenn er runterfällt, ist er wie eine Schildkröte auf dem Panzer. Und auch wie er aufsteht, so stehst du ja nicht auf. Du stützt dich ja nicht nach hinten weg und versuchst dich irgendwo so halb abgedreht aufzustehen. Du musst den Gegner im Blick behalten. Du musst taktisch aufstehen. Oder du bleibst liegen. Hältst mal die Beine nach oben und machst ein paar Upkicks oder versuchst mit dem Zaun aufzustehen. Ja, aber du kannst nicht so Ja, aufstehen. natürlich nicht. Man muss Lieber aber auch habe ich den in meiner Guard und halte den noch 1,30 fest. Das hat Poirier gemacht. Lieber so, als halb abgedreht mit einer aufgestützten Hand quasi so ein Tisch zu sein für den, auf den der nur noch draufspringen braucht. Weil wenn der dann sein Body Triangle angesetzt hat, dann ist Schicht im Schacht, da machst du nicht mehr viel. Und selbst da war einmal die Möglichkeit, in die richtige Richtung zu drehen, aber der wusste nicht, in welche Richtung er drehen muss. Das fand ich frappierend. Das ist der gefürchtetste Striker in dieser Division. Das ist ein Ringer auf Landestop-Niveau in den USA gewesen, an der Highschool. Er ist physisch gut, er ist von der Ausdauer sehr gut, aber er versteht die Position nicht am Boden. Er hat sofort kapituliert. Also für mich war das in dem Moment, wo Charles hinten aufspringt, denke ich mir, um Gottes Willen, die haben gar nichts gemacht seitdem. Und ja, klar, wann war der letzte Kampf von Justin Gaethje? Da war dieser Chandler-Kampf im MSG, wann war das? Hier November, ja. Klar, in einem halben Jahr passiert nicht so viel. Was ich gehört habe, hat er einen Jiu-Jitsu-Coach dazugenommen. Echt? Aber Okay. das ist tatsächlich das größte Problem auch in Hinsicht auf die Zukunft von Justin Gaethje.
Positionierung am Boden, Positionen zu verstehen, defensiv in die richtige Richtung zu drehen, verantwortungsvoll aufzustehen, wie gesagt, mit Blick zum Gegner, mit der Hüfte nach hinten raus, nicht einfach wie, wenn du von der Bierbank fällst, wieder aufzustehen, mit einer Hand aufgestützt und mit dem Blick komplett weg vom Gegner, das hat es halt entschieden. Also im Striking, wenn die weiter geschwungen hätten, klar, dann fällt irgendwann einer um, aber das wäre eine Glückssache gewesen, glaube ich, auch wenn Charles sehr viel Kondition hat und Gaethje brutal aufgeladen hat. Wenn es Oberkörperringen, wenn wir am Zaun stehen und nur Position kämpfen, okay, traue ich Gaethje auch alles aber zu. Ich glaube, der kennt auch nicht jeden Trick, den da so jemand, der ewig zu mag sein. Aber was er auf keinen Fall kennt, ist am Boden, wie verhalte ich mich da am schlausten, wie vermeide ich den größten Schaden. Ich sage es nochmal, bevor ich so aufstehe, wie der aufgestanden ist, da hole ich den lieber in meine Guard und schließe und halte den einfach fest. Vielleicht lässt mich der Ref aufstehen, es sind noch 90 Sekunden auf der Uhr. Das hältst du durch. Du gehst in die nächste Runde. Aber so geht es auf keinen Fall. Vielleicht ist es tatsächlich eine Schwachstelle, die so ein bisschen in diesem Gym auch liegt, ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Wir haben da Usman, wir haben Rose, die ist eine gute Grapplerin, aber ich glaube, das hat sie nicht unter Trevor Whitman gelernt oder in dem Gym, in dem sie jetzt sind. Wir haben natürlich Gaethje, wir haben von nennenswerten Leuten Corey Sandhagen und Drew Dober. Das sind alles keine super Grappler. Krass. Ja, natürlich ist Charles Oliveira auch einfach jemand Beängstigendes. Also vielleicht war da auch wieder ein bisschen die Psyche, die tatsächlich mit ihm durchgegangen ist. Aber ich haben wir ja auch im Preview so ein bisschen thematisiert. Zudem, der ist wie eine Schildkröte auf dem Rücken. So sah er wirklich aus. Man muss halt fairerweise sagen, er sah jetzt gegen Khabib und gegen Charles Oliveira so aus. Kann in beiden Fällen vielleicht auch echt ein bisschen der Kopf gewesen sein. Aber selbst wenn es so war und es wirklich in Anführungszeichen nur der psychologische Faktor war, was ich auch nicht glaube, da waren auf jeden Fall technische Lücken dabei und fehlende Routine. Aber selbst dann ist natürlich auch eine Qualität, die ein angehender Champion mitbringen muss. Die fehlt Gaethje auf jeden Fall. Charles beeindruckt mich definitiv. Also dieses gerockt noch so gut funktionieren, das ist halt so ein absolutes Vertrauen einfach darin, dass er dadurch ackern wird und der funktioniert motorisch ja auch nicht mehr perfekt, aber sein Kopf scheint wirklich einfach noch da zu sein. Der sieht vermutlich kurz doppelt, der hat definitiv Kopfschmerzen und du siehst, der muss sich auch echt mal auf den Rücken legen. Motorisch sauber Muay Thai wird in den Sekunden nicht mehr klappen. Aber er ist halt im Kopf noch da und das ist auch auf jeden Fall eine Stärke. Ich weiß nicht, ob man ihn trainieren kann. Also Shootbox ist sehr, sehr berüchtigt dafür, harte Sparrings zu machen. Ich glaube, das ist ein guter Schuppen, um sowas wirklich auch mal im Training durchleben zu müssen. Aber Charles meistert das auf jeden Fall, wie du gesagt hast. Das zeigt er jetzt in jeder Titelverteidigung. Schau dir die letzten Kämpfe an. Gegen Justin Gaethje hat er wirklich tiefe Gewässer gesehen. Gegen Poirier hat den Anfang angezündet, ey, wie ein Weihnachtsbaum. Und gegen Chandler, da wurde auch die erste Runde, das sah ja böse aus, war ja kurz davor gefinisht zu werden. Aber dieser Charles Oliveira, und deswegen, ich betone es nochmal ganz, ganz explizit, ich habe den höchsten Respekt vor ihm als Kämpfer. Er ist so vielseitig und er ist so tough. Er bricht nicht mehr. Und ich glaube ja, das kann man lernen. Der hat lange gebraucht, aber er hat jetzt 11 Siege in Folge in der schwierigsten Division, die es in der UFC gibt. Also das Leichtgewicht ist für mich von der Qualitätsdichte einfach die krasseste Division. Der ist so tough, der bricht nicht. Also wenn du den nicht komplett abschaltest, wie Tony Ferguson, da sprechen wir ja gleich noch drüber, da musst du den mit dem Holzbrett erschlagen irgendwie im Oktagon. Der gibt nicht auf, der bleibt dran. Und es sind diese Automatismen. Der macht seit der 9 ist Jiu-Jitsu und seit der 9 ist gewinnt der Turniere und der die ganze Zeit beschäftigt er dich. Hast du das im Clinch gesehen? Overhook, Underhook, die ganze Zeit der Wechsel, versucht Richtung Rücken zu gehen, die Muay Thai-Knie, clinch dich aus dem Muay Thai, die kurzen Ellbogenstöße, hakt zum Guillotine ein. Und das macht was mit dir. Das beschäftigt dich mental, das laugt dich aus, das ist konstanter hoher Adrenalinausstoß, du musst immer verteidigen gegen ihn. Ich bin auch fest von überzeugt, dass man das lernen kann, aber es gibt halt heutzutage fast keine Gyms mehr, die derartiges Sparring machen, wo du wirklich angerockt weitermachst, ja, so ist das halt. Notfalls fällst du um, dann passiert das halt mal. Das gehört zum Kämpfen dazu. Wir bereiten dich durch Feuergehen auf durch Feuergehen vor. Aber ja, auch heutzutage wird das noch im Shootbox so gehandhabt, wie ich höre. Veronica Rodriguez, die Lebensgefährtin von Dan Hardy, ist dafür eine richtig, richtig gute Quelle. Wer sich den Podcast von den beiden anhört, die ist teilweise mal da. Und ist halt selbst Kampfsportlerin, scheint so eine richtige Reisende zu sein, die in jedes Gym wirklich über die halbe Welt jettet und da irgendwie mal ein bisschen was mitnehmen will. Und die berichtet halt, also da wird auch wirklich mal, keine Ahnung, das Gym
unglaubliche Hitze, der Boden einfach getränkt von Schweiß und da werden halt, weil das Gym auch randvoll immer ist, werden halt so Seile gespannt und da ist wirklich kleine Telefonzelle. Ihr beide macht hier drin Sparring so. Und dann ist halt Schwingen. Und wenn du fest vor den Kopf bekommst, passiert. So läuft es hier halt. Das ist schon krass. Also ich weiß auch nicht, ob ich das gutheißen soll, denn langfristig gesunde Kämpfe erzeugt das nicht und da werden auch Leute, die gutes Potenzial hätten, gegebenenfalls Super Point Fighter zu werden, einfach gebrochen, 100%. Da ist auf jeden Fall auch Talentverschweiß. Verschleiß, aber Charles hat es wirklich zu einem unglaublich harten Kämpfer gemacht, den man ja eigentlich nicht wegbekommt. Ja, du musst ihn krass respektieren. Der Kerl ist Wahnsinn. Also auch, wie gesagt, wie viele Wege er hat zum Sieg. Er kann mit dir in die Telefonzelle gehen. Das hat er gegen Chandler gezeigt, das hat er gegen Poirier gezeigt, das hat er hier gegen Gaethje gezeigt. Er hat mit Tony Ferguson sich gespielt, würde ich fast sagen. Und das ist ja auch einer, der dafür bekannt ist, das zu lieben, auf engem Raum Ellbogen auszutauschen am Zaun und sagt, komm her, ich kann einfach einen mehr als du. Ja, und halt Nee, auch so ein kannst du nicht. absoluter Dog ist in diesen Sequenzen. Ja, Also, was auch, für mich so aber. ein Inbegriff ist, diese, wie er mit Dan Hooker im Infight ist und dem einfach so mit der Innenseite der Faust so vor den Kopf donnert. Technisch würde dir kein Boxtrainer das beweisen, aber es hat sich im Moment einfach richtig angefühlt. Hat ja auch Aber du denkst ja halt, was diese ist das Wut, für ein diese Berserker? Wut im Gesicht dabei. Ja. Der Charles Oliveira ist da einfach, also Kinn top, Aggressivität top, Vielseitigkeit, bester Grappler. Also wenn es um Submissions geht, ich bitte dich, hat jetzt wieder einen gefinisht. Also den kann man nicht mehr unterschätzen. Also wenn er die ganzen Sachen mit Weightcuts und so in den Griff bekommt, der ist auf dem Weg zum GOAT-Status. Also der hat ja auch einen wahnsinnig inspirierenden Weg. Also Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage und irgendwann raffst du es halt, korrigierst die richtigen Stellschrauben und bist einfach nochmal 3000 Grad härter irgendwie. Und der ist so tough, mental so tough. Du merkst einfach, wenn ein Kämpfer in den Gedankenmodus kommt, aufgeben, nicht aufgeben, aufgeben, das passiert bei ihm gar Passiert nicht. Bei Poirier ist mir das ein paar Mal aufgefallen. Im Habib-Kampf, im Kampf gegen Oliveira zum nicht. Beispiel. Da hat Poirier kurz überlegt, gebe ich auf, gebe ich nicht auf. Auch hier bei Gaethje am Schluss so, klopfe ich ab, gehe ich schlafen, ich klopfe ab. So, das gibt es bei Charles Oliveira in der Phase Und das seiner Schöne Karriere ist ja, nicht dass mehr. ihm genau das nochmal auch von Gaethje vorgeworfen wurde, das sind Quitter. Ist er nicht? Ist er auf keinen Schon. Fall. Es schmeckt ehrlich gesagt. Also, dass ihm das Quitten vorgeworfen wurde und er Leute so regelmäßig zum Quitten bringt, das macht schon echt glücklich. Ja. Ich würde vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Post-Fight, Speech eingehen, wenn du nicht noch was zum Kampf sagen möchtest. Ich kann gerne noch ein paar Zahlen und Fakten nennen, aber mach ruhig. Also, John Ennick fand ich halt super, wie er einfach nur sagt: Still the best lightweight in the world. Einfach nochmal seine Meinung. Für mich ist das der Champ zwischen den Zeilen. Dana hat ja auch direkt ein Gespräch mit ihm im Octagon, sagt ihm: I know you didn't make weight, but you are the number one contender. Es ist halt super schade, es geht trotzdem um Pay-per-view-Anteile, die er im nächsten Kampf höchstwahrscheinlich nicht mehr hat. Und es ist besonders schade irgendwie, wenn man weiß, wie der Mann mit seinem Geld umgeht. Das landet halt bei den richtig Armen in den Favelas. Der kümmert sich da ja wirklich um medizinische Versorgung, um Nahrungszufuhr und. Ja, wohnt halt immer noch da, wird da akzeptiert als jemand, der natürlich trotzdem ordentlich Kohle hat. Und das ist es, was mich so ärgert, weil ich den als Typ so mag. Ich Tief respektiere verdächtig. den. Und dann so unprofessionell. Junge, du kämpfst so gut, du sagst die richtigen Sachen, du trittst ein. Du hast nicht vergessen, wo du herkommst. Du bist einer von deinen Leuten. Da wäre ich ja direkt emotional. Und dann zum fünften Mal verpasster Weightcut. Das ist halt so ein Sternchen. Das will ich da nicht sehen in der UFC-Karriere. Wir sprechen hier von dem Typen mit den meisten vorzeitigen Siegen und den meisten Submissions in UFC-History, verdammte Axt. Du hast dich schon so fest eingemeißelt in die Annalen der Ultimate Fighting Championship, da kann dich keiner mehr rausradieren. Bekomm das in den Griff. Du bist ja auf dem Weg zur Perfektion. Ich will nicht ranten, aber ich rante trotzdem. Er hatte ja einen Dolmetscher wieder im Ring, diesen typischen brasilianischen Dolmetscher. Ich kenne, glaube ich, seinen Namen gar nicht. Aber auch der hat offenbar keinen guten Job gemacht, denn auf Twitter kam wieder raus, dass da ein, zwei Worte weggelassen wurden. Vielleicht, weil der auch einfach keine Lust hatte, die UFC zu verärgern. Es wurde ja übersetzt, dass Charles hat gesagt hat: Ich bin der Champ, der Name, ihr wisst alle, der Name des Champs ist Charles Oliveira und ich fordere gerne Conor McGregor. Wenn ihr mir eine Wahl lasst, irgendwie so wurde es übersetzt, er hat tatsächlich wohl gesagt, there's something wrong here, the champion's name is Charles Oliveira, der Satz wird dich triggern, I made weight Thursday and you took my belt away, hey Dana, und da hieß es nicht, wenn ihr mich mitreden lasst, sondern I don't care who and where, you said I could choose, right? Offenbar hat Dana das wohl mal gesagt, Conor McGregor, are you coming or are you running? Also er sagt nicht, wenn ihr mir die Wahl lasst, sondern
Wörtlich hat er gesagt, ihr habt mir wohl mal versprochen, ich dürfte den nächsten aussuchen, deswegen wähle ich Connor. Da war kein eventuell und wenn ihr so nett seid. Und eben der Vorwurf, ihr habt meinen Gürtel weggenommen, das hat er auch besser mal nicht übersetzt. Das hat Charles wörtlich gesagt, laut portugiesischsprachigen Leuten auf Twitter. Und was für ein Gedanke ist, der mir dann in den Kopf geschossen ist. Denn er sagt auf der Pressekonferenz ja auch nochmal, ey, klar, wir haben Regeln, aber für mich ist er auch das beste Lightweight der Welt. Natürlich ist er der Number One Contender. Und wird ja auch nochmal nachgefragt von irgendeinem Reporter, um auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, wenn es einen Kampf um den Titel gibt, dann wird eine Hälfte Charles Oliveira sein. Und Dana sagt, ja, auf jeden Fall. Was, wenn Charles genau weiß, man kann schlecht argumentieren, dass Conor McGregor einen Titelkampf bekommt. Und die Leute wissen doch, wer der Champion ist. Mir ist scheißegal, lass Islam und Darius von mir aus um den Titel kämpfen. Ich will diesen Conor-Kampf. Was ist, wenn Charles diesen Poirier-Weg geht? Also ist mir plötzlich in den Kopf geschossen und ich könnte es mir vorstellen. So nach der Nummer, jeder weiß, wer der Champion ist. Jetzt hätte ich tatsächlich durch diese Lage, die er sicherlich nicht wollte, jetzt hätte ich durch diese Lage quasi die Chance, als nächstes Conor zu kämpfen. Und die Leute werden alle fordern, nachdem ich ihn weggeputzt habe, dass ich der Nächste im Titelkampf bin. Auch wenn es in Anführungszeichen nur Conor war. Ich war der Champ, bin der Champ und werde immer der Champ sein, so nach der Nummer. Das wäre denkbar, oder? Ich meine, in einer Welt, in der Geld so wichtig ist wie in der unseren, ist alles denkbar und sowas vor allem. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Conor Leichtgewicht kämpft. Ja, Hast du ich gesehen, zugegeben. wie der aussieht? Aber wenn er es halt machen würde, wenn Charles, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir die nächsten Wochen noch viel mehr Charles shootet gegen Connor irgendwie sehen, auch wenn es jetzt nicht sein typischer Charakter wäre. Aber was willst du denn machen, um den Iren zu angeln? Ich kann mir ganz ehrlich, ich kann mir sogar vorstellen, aus Promoter-Sicht, aus ich will möglichst viel Geld umsetzen mit dem nächsten Kampf-Sicht, dass man Conor gegen Charles um den Titel macht. Das kann ich mir alles vorstellen. Und ich Das weiß. Thema hatten wir schon, aber man weiß natürlich, sorry, dass ich ins Wort falle, dass das sehr viel negativen Gegenwind bekommt. Was der UFC auch oft schon einfach Wirklich? egal war. Wirklich? In Ja, locker. einer Welt, in der qualitativ hochwertige Cards 200.000, 300.000 Buys haben und ein Conor McGregor über 1 Million generiert und über die Hälfte der Fans einfach Gelegenheitszuschauer sind und wegen Conor einschalten, meinst du, dass es wirklich so einen Aufschrei geben wird? Schau, wir diskutieren die Makrodetails dieses Sports. Wir haben 500 Abonnenten auf YouTube. Die Wir lieben Leute, die. jeden. Wir lieben jeden Einzelnen von euch, ja. Gibt auch wieder Shoutouts, versprochen. Aber. Du weißt, was ich damit meine. Es ist großes Geld verdient mit dem Namen McGregor. Ich kann mir tatsächlich alles vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der in absehbarer Zeit 155 Pfund auf irgendeiner Waage und ja, von mir aus ist die verstellt im Hotel, in der Lobby, egal, dass der das erbringt. Das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der dieses Jahr noch kämpft. Ich glaube aber, dass Charles Oliveira wieder kämpfen will, schnellstmöglich, in 4, 5 Monaten vielleicht. Deswegen. Schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Ich hatte da auch plötzlich nur diesen Gedankenfurz. Das mit dem Gewicht natürlich steht natürlich im Raum. Conor hat ja, wurde ja gleichermaßen von Chandler gefordert Im auf Weltergewicht. 160 Pfund, 170 Pfund, genau. Hat auch irgendwie dann gesagt, ich mag beide Callouts. Ich hätte super gern den Brasilianer. Gegen Brasilien bin ich ungeschlagen, sagt er irgendwie noch. Aber Chandler passt auch und eigentlich wollte ich, sagt es tatsächlich, eigentlich wollte ich keinen Welterweight machen, aber ich habe noch mal in mich zu gehen. Irgendwie so sagt er. Ja, Ich kann ich es habe mir auch nur. nicht vorstellen. Also wenn dann halt wirklich Anfang nächsten Jahres Weihnachtskarte irgendwie so vielleicht, aber eigentlich, boah, selbst das, da müsste er hart verarbeiten und wenig Mein essen. Gefühl sagt mir, dass wir Conor McGregor erst nächstes Jahr sehen. Also du brichst dir nicht das Bein und kommst so schnell zurück. Vor allem nicht so ein horrender Bruch, wo es einfach glatt durchgebrochen ist. Und Hat halt eine Platinplatte reinbekommen, ne? Das ist halt auch schon mal was anderes als Chris Weidman, der dann nur so einen stabilisierenden, nur Stab, sage ich mal, in den Knochen bekommt. Connors wurde wirklich mit so einer Platte zugenagelt. da sind so viele Faktoren. Du musst voll Cardio machen können, du musst laufen können, du musst Seilspringen können, du musst lange Monate Sparring machen, um wieder reinzukommen. Du musst vom Kopf das Ganze reinbekommen. Ich kann dir das sagen, ich habe mir zweimal das Kreuzband gerissen. Bis du da wieder Vollgas auf irgendein Ding eintrittst oder dein Knie oder dein Bein voll benutzt, das dauert seine Zeit. Wenn ich wetten müsste, würde ich darauf wetten, dass er nächstes Jahr zurückkommt. Wir können es nicht sagen, weil wir es nicht wissen. Was ich aber weiß, ist, dass ich ein paar abschließende schöne Zahlen habe zu Charles Oliveira. Also das ist von seinen letzten 21 Kämpfen, beziehungsweise von le seinen letzten 21 Siegen, so muss ich sagen, der 16. durch Submission.
Das ist sein 16. Sieg durch Aufgabe in der UFC-Geschichte. Das ist sein 19. vorzeitiger Sieg in der UFC. Das sind unfassbare Zahlen. 12. jetzt in Folge, ne? Ja, unglaublich. 11. Sieg in Folge. 11. Sieg in Folge. Nummer 11, was? Das ist auch ganz, ganz krank, vor allem in der Division. Ja, Justin Gaethje wird jetzt eine Zeit lang weg sein aus Titelkämpfen. Wer weiß, ob er überhaupt nochmal einen bekommt. Das ist die zweite klare, deutliche Niederlage in einem Titelkampf durch Submission. War Interims-Champion nach dem Kampf gegen Ferguson, gegen Habib getappt, hier getappt. Und sag mir gerne deine Meinung. Ich habe in unserem Preview gesagt, meiner Meinung nach hat er sich vorm Kampf schon damit abgefunden, wenn der meinen Rücken holt, wenn der zum Würger ansetzt, dann verliere ich. Richtig oder falsch? Unterbewusst vielleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen rationalen Gedanken richtig innerlich ausgesprochen hat. Dann ist es halt so. Das glaube ich wirklich nicht. Er verteidigt ja auch diesen ersten Submission-Angriff. Arbeitet sich dann halt schlecht raus, aber er versucht sich auszuarbeiten. Also ich glaube, resigniert hat er da unten nicht, aber irgendwie wusste er, glaube ich, schon, was sein Schicksal ist, ja. Also unterbewusst war dieser Gedanke definitiv oder dieses Bauchgefühl präsent. Ich habe hier meine ganzen Notizen für den Kampf und alles, was ich auf der Zone erzählen wollte und erzählt habe. Und ich habe unter anderem recherchiert bei Justin Gaethje. In seinen 9 Kämpfen vor diesem Kampf hat er 10 Bonuszahlungen bekommen. Ja. Also mehr Bonuszahlungen als Kämpfe. Das ist einfach the highlight. Und auch wenn er hier verliert, das ist mir immer wichtig. Georg Schober sagt das ja immer. Ich bring den Spruch so oft, weil er mir so gut gefällt. Jeder fragt immer, wie hat jemand gekämpft vom Ergebnis her? Aber niemand fragt, wie hat jemand gekämpft vom Kampf her? Was hat er gemacht? Es war super unterhaltsam. Ja, auf jeden Ja, Fall. er hat nicht zurückgehalten. Eher ein bisschen zu viel rausgefeuert. Ich hätte mir die kleine Trevor Whitman-Stimme oder den kleinen Trevor Whitman-Engel auf der Schulter gewünscht, der ihm ins Ohr flüstert: 70%, 70%, nicht 180. So, Ja. aber es ist halt Justin Gaethje, es ist immer unterhaltsam. Der Chandler-Kampf war absoluter Wahnsinn. Der Ferguson-Kampf war absoluter Wahnsinn. Hier geht er raus wie die Fledermaus aus der Hölle. Er ist und bleibt einer der unterhaltsamsten Kämpfer in dieser Division. Es wird nie langweilig, wenn er kämpft. Und auch wenn der Gameplan vielleicht löchrig war, auch wenn die BJJ-Fähigkeiten ausbaufähig sind, höchst ausbaufähig, möchte ich sogar sagen, so muss man doch sagen, der Typ kommt, um Fans zu unterhalten. Er haut alles raus, er lässt alles im Oktagon, du oder ich, und das musst du respektieren. Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen auch nochmal trotzdem fairerweise betonen, der Gameplan war so limitiert, wie wir ihn uns vorgestellt haben. Es gab nur einen Weg zum Sieg und zwar durch Strikes im Stand zu gewinnen. Ground and Pound war offenbar auch nicht eingeplant, sollte der nicht schon halbtot da liegen und ich muss wirklich nur noch einmal zuschlagen. Ja, aber es hat bestimmt ein paar Mal den Hinweis gegeben, fall nicht mit einem doppelten Salto vorne über, wenn du eine Overhand schlägst mit links. Das war ja Wahnsinn. Einmal in der Mitte wurde da dachte ich mir, Junge, du musst runterkommen. Du musst dringend runterkommen. Ich habe nach einer Minute in dem Kampf gesagt, live im Kommentar, kann man nachgucken, das Tempo halten die niemals über 5 Runden. Der Kampf geht niemals über Ja, fünf Runden. aber das hat auch noch niemand Unmöglich. gedacht. Es ist unmöglich, aber du musst ein bisschen pacen. Du kannst ja nicht so schwingen, dass du vorne überfällst und komplett die Balance verlierst. Und ich bilde mir ein, im Kampf gegen Tony, vielleicht war der Druck nicht so hoch von Tony wie hier gegen Charles Oliveira, vielleicht hat er ihn nicht zu so vielen Fehlern gezwungen, aber im Kampf gegen Tony hat er das beherzigt von Trevor Whitman, hat gesagt, nimm ein bisschen raus, nimm ein bisschen zurück, schlag nicht mehr mit voller Kraft, schlag einen klaren Jab, der hat irgendwann auch gefehlt, es waren irgendwann nur noch von außen die Dinger. Ja, ist halt der Brawler per nature so. By nature, Er muss sorry. es nicht sein. Er Ja, hat es gegen aber er Chandler auch nicht braucht, so gemacht. selbst in einem Kampf, in dem Trevor Whitman das locker auch im Vorhinein gesagt hat, er beginnt so. Er braucht dann nochmal die Ermahnung. Ey, was haben wir besprochen in der Rundenpause? Jetzt bitte komm runter. Weiß nicht, es ist halt irgendwie keiner, der das offenbar von Minute 1 an kann. Und natürlich ist es auch so, das hat man ja auch bei Charles Oliveira gesehen, fairerweise. Wenn du hart getroffen wirst, wenn du in den Notfallmodus schalten musst, dann laufen Automatismen ab. Und Gaethje hat es ja vor dem Kampf gesagt: Ich verursache Autounfälle, aber ich bin immer das Auto mit mehr PS. Das ist sein Notfall-Gameplan, das ist seine Einstellung. So kämpft er. Dafür lieben wir ihn, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es kommt immer was Geiles raus, wenn der kämpft. Und ich respektiere ihn aufgrund seiner Leistung, trotz der Niederlage. Aber. Ist aber auch bei Charles Oliveira so, dass er
dass er in den Notfallmodus schaltet, in den Autopiloten, dass er auf einmal auf dem Rücken liegt und sagt, ja, hoffentlich kommt er in die Guard, weil ich weiß nicht, ob ich wieder aufstehen kann, so ungefähr. Aber das macht der Körper automatisch, weil er weiß, was zu tun ist, wenn er in der Guard ist oder wenn der Gegner zum Ground and Pound ansetzt. Chandler wäre in die Guard gesprungen und hätte versucht, auf den einzuhämmern. Das ist bei Oliveira auch nicht unbedingt ein Problem, weil der zehntausende Male Triangles geholt hat und Armbars gefischt hat und auch aufstehen kann und die Distanz in der Guard kontrollieren kann. Und ja, da schon auch 19 Kämpfe entschieden hat. Ja, Durch Submission. wir werden aber 100% auch noch Leute sehen, die da hinterhergehen und da 16, auch pardon. funktionieren. Das hat ja auch ein Paul Felder zum Beispiel gemacht und ich würde ihn jetzt auch nicht als den krassesten Top-Pressure-Grappler überhaupt beschreiben. So ein Islam wird 100% hinterhergehen, so ein Dariush würde auf jeden Fall hinterhergehen. Und da kommen auch Leute nach, so ein Armin Tsarukyan zum Beispiel, glaube ich auch, der hat zu viel Wahnsinn und ist viel zu kräftig und auch zu gut selbst am Boden, als dass er nicht sagt, gut, irgendein Weg wird dieser Kampf eh laufen. Kann hier, also Risiken geht man im Kampfsport ein, traue ich mir zu. Notfalls funktioniert das auch. Aber der Charles Oliveira gegen Paul Felder war ein anderer Charles Oliveira. Selbstverständlich. Das ist 5 Jahre her. Das ist Ja. ein halbes Jahrzehnt hinter uns und das ist ein ganz anderer Kämpfer. Das haben wir ja Ja, auch gesagt. 100%. Aber Der hat auf jeden Fall auch sein Grappling verbessert. Aber für mich halt die größte Anpassung, die der irgendwie gemacht hat, ist wirklich dieses Mentale. Diese Nehmerqualität und Sicherheit. dieses angeschlagen. Du hast ihn jetzt als diesen Notfallmodus Autopilot beschrieben, Es in ändert dem sich nichts an funktioniert. seiner Art zu kämpfen. Es Ja. ändert sich, du kannst ihn niederschlagen, er steht auf und er macht die gleichen Dinge, die er davor gemacht Und hat. eigentlich hat sich doch aber auch nichts an der Art zu kämpfen von vor 5 Jahren geändert. Es funktioniert nur nach wie vor, wenn der Typ gerockt ist. Natürlich ist es alles slicker und effektiver geworden, klar, aber der Stil ist jetzt nicht plötzlich irgendwie auf den Kopf gestellt. Für mich ist er zwingender. Für mich Ja, ist er zwingender. Fr 100%. früher war es so, im Infight, wenn du ihm Ellbogen gegeben hast, hat er mal abgelassen. Ja. Er lässt nicht ab. Er kämpft wieder Eben. um den Guillotine und versucht wieder den Armdrag zu ziehen und Richtung Rücken zu Er gehen und funktioniert trifft dich gerockt. nicht, Muay Thai clincht dich. Es ist permanent, es ist zack, 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 zack. Es ist so eine Kadenz, wo du denkst, wow, das kann doch keiner aushalten. Und das war früher nicht, das war zu 80% da, aber es war immer so mit Unterbrechungen und du merkst, oh, er hat Respekt, das Eben, ist nicht genau. mehr da, Ja, aber das der ist nicht Unterschied mehr ist dann da. offen. Du sagst doch genau das, was ich gesagt habe. Der Unterschied ist, er funktioniert angeschlagen. Er läuft einfach weiter. So in seinem Modus, egal was du ihm vor den Kopf jagst. Typ ist nicht zu bremsen und ja, es war ein toller Kampf von beiden, muss man wirklich sagen. Auch wenn du in der ersten Minute gefinisht wirst, du hast das gezeigt, was dich die Fans lieben. Justin Gaethje, Ehrenmann. Kann man vom nächsten Kampf nicht Ja, behaupten. ich wusste auch nicht. Ich weiß Okay. genau, wie du es in die Länge ziehen zu versuchst, um mir die Überleitung zu geben, dass ich dann irgendwie so über den Stinker spreche. Wir müssen über diesen Kampf sprechen. Ich bitte dich. Ja, Das du war hast ja wirklich. recht. Wir müssen über den Kampf sprechen. Und vor 5 Jahren hätte ich versucht, als Kommentator das so zu verkaufen, als wäre es doch nicht so schlecht. Und jetzt bin ich seit über 10 Jahren im Fernsehen. Und mittlerweile, das ist auch so ein Selbstbewusstsein, dass man sich erarbeiten muss, nach über 1000 Sendungen, die ich gemacht habe. Ich versuche nicht mehr, den Leuten was zu erzählen, was nicht passiert. Gut. Ich habe das ganz klar und ganz eindeutig formuliert. Und man kann trotz der Tatsache, dass der Kampf schlecht war, den Kampf gut analysieren, A, und man kann B, unterhaltsam sein, auch wenn der Kampf schlecht ist. Denn ja, sorry, wenn in einer Runde jede der beiden 4 Schläge jeweils abfeuert, dann musst du mal den einen oder anderen lockeren Spruch bringen. Und auf Twitter ist das richtig gut angekommen, scheinbar, weil ich einfach mir denke, als Kommentator hast du die Pflicht, ehrlich zu sein und du kannst irgendwie Wasser für Wein verkaufen. Und der Kampf war grottenschlecht. Du hast dir natürlich nicht nochmal den englischen Kommentar angehört. Rogan und DC haben während dem Kampf, und das fand ich zugegeben, sehr hart. Ich finde es komplett richtig und ich will auch generell bei allem, ich will Ehrlichkeit. Sag mir, dass du mich gar nicht abkannst und ich denke mir wirklich, danke. Waren noch klare Worte, kann ich vermutlich mit leben, sollte ich nicht, keine Ahnung, nicht verliebt sein, dann ist das halt so. Viel besser, als wenn Leute mir irgendwie. Ja, so Höflichkeit auch verkaufen. Ich hasse es zum Beispiel auch, wenn ich eine Kellnerin 1:1 ansehe, dass die gerade einen schlechten Tag hat und dann trotzdem so grinst und ich sehe ihr an, du bist so verkrampft. Sei wirklich bei mir ein bisschen mürrisch. Danke, du bist ehrlich, authentisch, ist okay, wir haben alle mal einen schlechten Tag. Kann ich viel, viel eher ab. Auch amerikanische Mentalität so ein bisschen. Höflichkeit, auch wenn man es teilweise nicht meint, zumindest in vielen Staaten und Familien irgendwie so präsent, auch generell ja im Walmart wird ja auch, wirst du ja begrüßt von irgendeiner Angestellten, die nur dafür da ist, nett zu grinsen, kann ich gar nicht ab.
Und dementsprechend würde ich so einen Kommentar schätzen, aber DC und Rogan haben tatsächlich während dem Kampf darüber gesprochen, dass das eine Schande für MMA ist, dass das ein Rückschlag ist, dass das ein Kampf ist, der Fans verliert, also den Fans des Sports verliert. Stell dir vor, haben sie beide gesagt, du empfiehlst Leuten, das wird wirklich auch mal ein guter Frauenkampf, schau dir den an. Das wäre wirklich der Untergang der Welt. Ich habe den Kampf auch gehasst, sage ich dir ehrlich, aber das fand ich dann doch ein bisschen sehr hart. Ich meine, die beiden werden den schon auch mal schauen und das hören. Keine Ahnung. Also natürlich auch denen sollte man reinen Wein einschenken, so sagt man, ne? Aber keine Ahnung. Ich glaube irgendwie, das hast du trotzdem mit ein bisschen mehr Klasse gelöst. Fand ich ein bisschen sehr hart. Ich habe es versucht, geschickt zu formulieren und unterhaltsam zu formulieren. Ich habe halt gesagt, das ist eine Party mit relativ viel Wasser. Also die Cocktails werden noch nicht ausgeschenkt vor der fünften Runde. Und ich habe gesagt, hoffentlich kommen jetzt noch ein paar pfiffige Cocktails. Hoffentlich ist der Barkeeper, der im Stau steht, rechtzeitig da, dass die Party doch noch beginnen kann. Bisschen Pina Und Colada, Elektrolyt, Pulver von White Plus Eichhörnchen. genau, ich hab noch einen Spruch gebracht. Also es ist kein Feuerwerk, sondern eher so eine Streichholzschachtel, aber brennt ja vielleicht auch irgendwann mal so. Also ich habe es versucht, so Ja. geschickt zu verpacken, aber ich habe dann auch irgendwann den Vergleich gebracht mit Anderson Silva, der damals gegen Thales Leites zum Beispiel so einen Stinker geliefert hat. Oder gegen Damien Maya hatte er diesen riesen Stinker, wo du genau merkst, Maya will nicht striken, Silva will nicht grappeln, beide machen halt irgendwie gar nichts. Oder es gab da mal diesen gehypten Kampf zwischen Frank Mir und Mirko Krokop, wo man dachte, wow, das wird ein Banger, ey. Mir ist einer der Leute finished am Stand oder am Boden mit seinem Jiu-Jitsu. Krokop hat die krassen Kicks und irgendwie ist gar nichts passiert in dem Für Fight. jüngere Fans vielleicht Adesanya Romero auch ein guter Vergleich. Ja, Ja, aber. passiert manchmal, ist so im Kampfsport, ist so im Live-Sport. Wir schauen, es gibt Fußballspiele, die gehen 0-0 aus. Es gibt, keine Ahnung, ja, in jedem Sport halt mal Spiele oder Kämpfe, die einfach nicht so gut sind, Wettkämpfe. Ich bin selten 1:1 Dana Whites Meinung, aber er sagt für mich perfekt das, was ich mir auch gedacht habe. Er fragt, wie fandst du den Kampf? Und er sagt, I zoned out. At some point. Und das ging mir auch so. Also ich habe mir auch gedacht, ey, du nimmst einen Podcast auf, du Hänger, so, du musst den jetzt gucken, auch wenn du den langweilig findest. Meine Augen waren durchgehend am Bildschirm, aber so mein analytischer Fokus war nicht gegeben. Also so dritte Runde war irgendwann so, boah, ich werde müde so. Also steht auch in meinen Notizen. Ja, Ich werde hundertprozentig. müde. Kommentier das mal. Kommentier Glaube ich. das Aber ich mal. glaube, um fokussiert zu bleiben, ist es besser. Ja, mit Sicherheit. Aber es war anstrengend. Das war Arbeit. Ich Ja, liebe denke ich MMA. auch. Und es war so ein Tag. Ich habe untertags bei ProSieben gearbeitet, habe Wrestling vertont, habe ein Das paar ist ja eh Stunden so krass. geschlafen, bin um 1 Uhr morgens zum Produktionsmeeting und um 4 Uhr kommentiert. Und dann kommt so ein Kampf. Um vielleicht fair auch nochmal für dich zu sein, solltest du das weglassen, aufgrund von einem Covid-Ausfall. Das hättest du nicht so eingeplant, sollte das irgendwer bei The Zone Ja, hören oder klar, so. aber mein Kumpel, der halt sonst die andere Show kommentiert, ist an Covid erkrankt. Gute Besserung, Manu, falls du das hörst. Und dann springe ich halt ein, das ist Ehrensache. Ne? Ähm, Ja, aber es. aber Trotzdem, ich glaube, das sollte zur Ge Geschichte gehören. ja, ja, gerne. Wenn du es richtig hältst, dann gerne. Ja, und dann kommst du halt da an mit ein paar Stunden Schlaf und einem Arbeitstag einen kompletten hinter dir, wo du irgendwie um 5 Uhr morgens aufgestanden bist und dann kommt so ein Kampf. Alter, ich musste jeden Funken meines Seins zusammennehmen, um da nicht irgendwie zu stammeln und zu schnarchen. Also das war wirklich schlimm. Und zwei Dinge. Zuerst mal die Zahlen und dann kannst du dir schon mal überlegen, was du sagen willst. Für mich hat Rosanna Mayunas diesen Kampf verloren. Und ich meine nicht, dass ich ihn den Sieg, dass ihr den Sieg nicht gegeben hätte, vielleicht nach Punkten. Ich hatte sie eher vorne. Aber für mich war das ein aktives Verlieren. Ein, du müsstest doch irgendwann Ende Runde 3, Anfang Runde 4 merken, dass du mehr machen musst. Du kannst dir doch nicht sicher sein. Du hast das verbaselt, du hast das vermasselt, du hast nicht gekämpft. Also das ist doch eine Niederlage, die muss doch so wehtun. Lieber werde ich gefinisht oder lauf in was rein und habe alles gegeben, als einfach 25 Minuten nicht anfangen zu kämpfen. Und ja, jetzt zurück zu Nummer 1. Runde 1. Beide feuern jeweils 4 Significant Strikes ab. Runde 2. Rose 3. Espasa 4. Runde 3 war dann eine Rose-Runde 11:9. Holla die Waldfee. Normalerweise sind es immer so 30, 40 Significant Strikes für sie pro Runde. Dann Runde 4 wieder grottenschlecht, 6:8. Namajunas 6, Espasa 8.
Fünf war die beste Runde, wenn du mich fragst. Auch Trevor Whitman hat man angemerkt, er drängt sich schon langsam vor Pat Barry. Das ist ein wichtiges Thema, das möchte ich auch gleich noch Hätte ich ansprechen. auf jeden Fall auch angesprochen, die Ecke. Ganz, ganz schlimme Coaching-Leistung von Pat Barry. Ich liebe den Kerl. I get it. Das ist dein Lebenspartner. Du vertraust ihm. Das ist auch ein ganz lieber Kerl, korrekter Typ. Er hat diesen Kampf mit verloren für Rose. Wie kann ich denn sagen, sie buhen, du machst alles richtig? Das, was ich ganz schwierig fand, er sagt, also habe ich mich die ganze Zeit gefragt, meint er das wirklich? Er sagt nämlich nicht, wenn ich mich recht erinnere, you do everything right, sondern you do everything good. So nach dann, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, will er ihr sagen, du kannst doch alles, vertraue in dein Striking, dein Grappling, dein alles, oder sagt er, Stand jetzt, du hast alles perfekt gemacht? Das war die ganze Zeit meine Frage, weil natürlich Also ich kam es an bin wie letzte Woche. staatlich geprüfter Fremdsprachenkorrespondent für Englisch und ich habe es so verstanden, du machst genau richtig. Die Buhnen, da machst du was Aber hat er richtig. right oder gut gesagt? Also in beiden Fällen, benennen klar, wenn du meinst, ey, vertrau in deine Qualitäten, dann sag's genau so, denn ich hätte es auch auf jeden Fall so verstanden. Für mich war es halt eine komplette Fehlanalyse, so oder so. Es war so oder so eine Fehlanalyse, weil spätestens in der dritten Runde, du musst mal. Whitman merkt man an, dass er da sehr vorsichtig ist, weil Pat Barry hält seine Ansprache eine halbe Minute und dann sagt er Trevor und dann darf Trevor was sagen. Trevor Whitman ist der Coach des Jahres. Trevor Whitman ist ein super Coach und du merkst, wie er ein paar Mal sagt, you found your range, you found your distance, now it's time to have fun, you're the better fighter, start fighting. Und er sagt es positiv und er lächelt und vielleicht hätte er auch so einen Tacken dringlicher sein müssen. Aber er hat genau das Richtige gesagt. Du bist die bessere Kämpferin. Du hast doch das einzige Flow, was Esparza doch besser kann, ist Ringen. Alles andere macht die schlechter. Die ist kleiner, die hat weniger Reichweite, die ist nicht so schnell. Die Beinarbeit ist schlechter, die Hände sind schlechter, die Kicks sind viel schlechter, die Winkel sind viel schlechter, die Bewegungen sind viel statischer, die sie macht. Und Rose wird ein paar Mal zu Boden gebracht, scrambled mühelos raus. Esparza verliert den Rücken. Da musst du doch, das muss doch haha sein für dich. Was willst du von mir? Das Einzige, was du kannst, ist mich runterziehen und versuchen, mich festzuhalten. Und das schaffst du nicht. Jetzt komm her. Jetzt gib ihm. Also da musst du doch irgendwann mal. Ey, du bist Ja, mit Andrasch und Jan Jacek und Weili Zhang und den ganzen Monstern, die hast du per Headkick weggeklatscht und jetzt hast du hier Angst vor einer Frau, die 10 Zentimeter kleiner ist als du. Oder was war da los? Also für mich hat das so gewirkt, als wäre die in ihrem eigenen Kopf gefangen, als hat die irgendwie nur gesehen, was schief gehen kann, wollte auf Distanz bleiben und das so pointfightermäßig runterhauen. Aber das hat überhaupt nicht hingehauen. Du hast ja viel zu wenig gemacht. Also ein das ist. bisschen Risiko, ein bisschen. Also, ach, da war ja gar nichts. Da war gar nichts. Und Espasa sagt, sie hat verdient gewonnen in ihren Augen. Sie wollte es mehr. Boah, also das einzig Positive an deiner Leistung, Mädel, ist, dass du das Hochzeitsfoto schießen kannst in einer Woche. Du hast ja keinen Kratzer abbekommen. Das ist ja, du hättest ja auch, keine Ahnung, Klodeckel-Weitwurf machen können gegen Rosa. Hättest du auch nicht anders ausgesehen. Also, das war ganz, ganz schlimm. Das war ganz, ganz schlimm. Das war wirklich schlimm. Und das Schlimmste ist für mich, die gehen in eine vierte und eine fünfte Runde und die kämpfen genauso Ja, weiter. die Die hätten beide mal. vierte war schlechter als die dritte. Die vierte Runde war schlechter als die dritte. Und da muss ich mir doch denken, Himmel, Herrgott, ich kann doch nicht das Gefühl haben, dass ich da vorne liege in dem Kampf. Ich kann, das kann, also, so selbstüberzeugt kann doch kein Mensch sein. Wenn du, keine Ahnung, Rose hatte bis zur dritten Runde 7 Schläge abgefeuert in 10 Minuten. Das ist nicht mal ein Schlag pro Minute. Da kannst du doch nicht sagen, wahrscheinlich liege ich vorne. Ich habe immerhin 7 Mal zugeschlagen. Also bitte, Ja, bitte. keine Ganz, Ahnung. Das ganz sind schlimm. halt beides zierliche kleine Frauen. Dementsprechend meine ich es natürlich sprichwörtlich, aber die hätten so eine Clay Guida Ohrfeige bekommen müssen und aufgeweckt werden müssen, irgendwie so gerüttelt werden müssen. Ich meine, du kannst gerne mal, wenn du so nett wärst, vielleicht die Zahlen raussuchen, wenn du sie nicht vor dir hast. Ich war mir bei Alles allen da. Takedowns von Carla Esparza unsicher, ob sie als Takedowns gewertet werden, weil da wirklich gar keine Kontrolle da war. Sie bekommt in der vierten Runde 2 Takedowns gewertet und 20 Sekunden Kontrollzeit, was Aber die ja auch wiederum in der zweiten wird 0 von 1 gewertet. ja, Das war, ich glaube, gut. ab 3 ist Drei ab. auch nicht, ne? Weil. In der Runde 3 hat sie 0 von 3 und in der letzten Runde hat sie 0 von 2. Also ich glaube, gezählt wird bei Fight Metric ab der vierten Sekunde ist es ein Takedown. Okay, ich wusste gar nicht, dass in Sekunden festgehalten wird, Ab aber ich 3 glaube. muss sie liegen Okay. und dann ist es ein Takedown. Ich Okay. glaube, so funktioniert diese Erfassung. Auf jeden Aber Fall.
abweichend vom Ringen. Du musst deinen Gegner eine Zeit lang unten kontrollieren. Genau, Das es muss weiß eine natürlich. beabsichtigte, dafür vorgesehene Technik sein. Der Gegner muss runtergehen und du musst ihn, glaube ich, 3 Sekunden kontrollieren ungefähr. Das weiß natürlich auch Pat Barry. Das weiß auch Trevor Whitman. Dementsprechend weiß man, die Takedowns wird man Carla Esparza in den ersten Runden nicht geben. Ich will da nichts entschuldigen, aber so versuchen, irgendwie mich da reinzudenken. Das ist halt auch eine Sache, auf der sich Carla Esparza eigentlich nicht ausruhen kann. Vielleicht hat die aber gedacht, okay, ich hatte sie doch kurz unten, keine Ahnung. Es ist halt, ja, ich habe nicht rundenweise irgendwie für mich selbst gejudged und da irgendwie, okay, 3 gegen 4 Schläge, war für mich halt in beiden Kämpfen, in allen Runden, es passiert nichts, gefühlt. Klar, du hast recht, die dritte Runde geht dann irgendwie nochmal so ein bisschen ab und von mir aus die fünfte. Aber man kommt auf jeden Fall in diesem Kampf zu dem Entschluss. Also niemand kann sich extrem sicher sein, erstes Wertungskriterium, einer ist mehr, besser, irgendwie effektiver Schaden, effektives Grappling. Ist doch beides gar nicht so. Ein Takedown Chin gegen 2 Jabs ist doch, da muss man doch als Judge als Judge weiß man, okay, es gibt keine Norm dafür, was wiegt mehr, wie viele Schläge, ein Schlag kann nicht genormt sein, ein Takedown soll auch nach Effektivität eingeordnet werden. Es ist beides nichts, wir müssen zum zweiten Wertungskriterium gehen. Zumindest in manchen Runden. Und dann muss man halt auf Aggressivität gucken. Und aggressiv waren irgendwie auch beide nicht richtig. Verstehe halt, dass da vielleicht schon mal jemand sagt, so ein bisschen mehr Carla, die rennt teilweise mal auf Rose zu und Rose läuft nur, ist gefühlt nur im Rückwärtsgang. Aber eigentlich würde ich selbst da sagen, so richtig aggressiv ist keine. Und Ja. dann müssen wir manche Runden halt anhand von Octagon Control werten, Es was haben fast nie Experten, passiert. geschätzte Experten wie Brett Okamoto, diskutiert, ob manche Runden 10-10 Runden waren. Habe ich oft mit jetzt auch aufgeschnappt, wie ich das jetzt gelesen habe, am Beispiel Woodley Thompson, erste Runde war auch richtig geschehenlos, dass 10-10 Runden im MMA wohl eigentlich nur dazu da sind, dass für Technical Decisions, also nach 10 Sekunden in eine Runde kommt irgendwie aus Versehen eine Kopfnuss, das ist ganz klar, das war keine Absicht, aber der Kampf muss abgebrochen werden. Das heißt, wir gehen zu einer Decision, haben auch diese Runde zu werten und dann ist diese Runde eine 10-10. Ja. So habe ich jetzt, ich habe mich nur 5 Minuten Aber ich eingelesen. habe es auch nochmal nachgelesen. Es ist ja explizit so, vor der Veranstaltung habe ich es mir extra nochmal durchgelesen. Okay. Und da steht ja drin, die Punktrichter sind dazu angehalten, wenn ein marginaler Unterschied ausgemacht werden kann, eine 10-9 zu geben. Und bei Und Octagon Control bei 5 Runden kann man sich dann irgendwie ein bisschen was erschließen. du findest irgendwas. Für mich waren zum Beispiel in Runde 1 feuern beide 4 Schläge ab, aber ich fand die Jabs, die Rose getroffen hat in der einen Sequenz, die waren einfach technisch sauberer und wirkungsvoller und mehr effective striking als das, was Carla abgefeuert hat. Hätte ich die erste zum Beispiel 10-9 für Rose gewertet. Die zweite hätte ich Esparza gegeben zum Beispiel. Die dritte hätte ich wieder Rose gegeben. Die vierte ist für mich wieder eine Espasa-Runde. Für mich stand es tatsächlich, so pervers das klingen mag, wenn man diese Feinheiten für sich ausmacht, 2-2 in der fünften. Und die fünfte ist eher eine Rose-Runde, wo sie den Takedown holt und doppelt so viel schlägt. Doppelt heißt, glaube 10-5 oder so, was ja auch immer noch Not gegen Elend ist. Aber so hätte ich diesen Kampf gewertet. Aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand das anders sieht, denn keine von beiden kann damit gerechnet haben, hier genug gemacht zu haben. Davon haben sie ja auch gesprochen irgendwie. Rose hat gesagt, ich habe defensiv besser gekämpft, wo ich mich frage, wie kann denn das eine zweifache Weltmeisterin sagen? Defensiv besser gekämpft, das ist kein Bewertungskriterium. Effective Striking, wie effektiv schlägst du? Effective Grappling, wie effektiv grappelst du? Bist du aggressiv? Kontrollierst du das Oktagon? Das sind Kriterien, die über Sieg oder Niederlage entscheiden, aber nicht, ich habe defensiv besser gekämpft und mehr Schaden vermieden. Also, das ist ja auch dann so ein erzwungenes Argument. Und Espasa sagt, man hat gemerkt, ich wollte es mehr und habe mehr für den Sieg gemacht. Wo genau ist das passiert? Im In den Schluss Vorwärtslaufen für 20 Minuten. mich verstehe ich das Argument so ein bisschen. Also ich will mich da nicht Ich mach mal streiten. Licht an, Ein vielleicht geht mir dann noch ein Licht auf. Same. Oder nee, ich spreche danach mache ich's. Also für mich, du hörst jetzt nicht, ich habe es wiederholt ja letztendlich, ich hätte da nicht anhand eines Jabs irgendwie Wertungskriterium 1 herangezogen. Also für mich ein Jab mehr reicht nicht, das habe ich gerade nochmal gesagt. Was heißt reicht nicht, so hätte ich es mir, glaube ich, da wäre ich mir unsicher. Vor allem zählst du ja auch nicht als Judger, glaube ich, wirklich
Scores mit und siehst dann direkt, ah, es war 4 zu 3, habe ich richtig in Erinnerung. Du musst ja auch, du siehst ja auch ganz viele Jabs, die nicht ins Ziel gehen. Und war der jetzt so ein bisschen am Kinn oder war das auf die Hand? Du bist, ich glaube, so sicher bist du dir da nicht, dass da ein Jab mehr gelandet wurde beim Judgen. Also zumindest wäre ich mir das nicht. Ich glaube, ich wäre zum zweiten Wertungskriterium in den meisten Runden übergegangen, tatsächlich als Judge. Aber dazu habe ich tatsächlich auch einen Namen, einen weiteren Gast, mit dem wir uns mal unterhalten werden. Jemand, der uns noch viel, viel besser erklären kann, ob ich da überhaupt richtig liege oder ob man auch dazu angehalten ist, ey, Wertungskriterium 1 immer einhalten, wenn du irgendwie ein Bauchgefühl hast. Oder ist das Wertungskriterium 2 da wirklich dafür da, hey, bist eher unsicher, dann geh wirklich zum Wertungskriterium 2. Vielleicht gibt es auch dafür ja klare Regeln. Mein Bauchgefühl wäre, ich wäre zur Aggressivität gegangen. Verstehe dann auch, wenn man sagt, okay, Carla durchs Vorwärtslaufen bereits. Für mich wirkte das halt nicht aggressiv, denn da wird ja auch wörtlich gesagt, darauf hinarbeitend kampfentscheidende Situationen zu erzwingen. So ist, glaube ich, dieses Wort, dieser Wortlaut grob für Wertungskriterium Aggressivität. Sehe ich halt auch nicht. Ich wiederhole mich, dementsprechend hätte ich die meisten Runden wirklich anhand Wertungskriterium 3 erst Octagon Control gewertet. Und die gebe ich Carla, das von mir aus. Ja. Sie hat öfter die Mitte, sie trinkt öfter Rose in den Traurig Rückwärtsgang, genug. das hat sie. Traurig genug. Wir halten halt fest, Thug Rose Number Jonas als minus 200 Favoritin unterliegt hier Carla Esparza zum zweiten Mal. Ergo wird sie wahrscheinlich kein drittes Matchup bekommen. Ergo werden wir theoretisch Rose vielleicht ein Jahr lang nicht in Titelkämpfen sehen. Passiert. Es gibt super viele spannende Kämpfe im Strohgewicht. Bevor ich Diese mein Licht anmache, Niederlage. möchte ich kurz ein Zitat von Dean Thomas, der nach der ersten Runde reingeholt wurde, in den Raum werfen. Er sagt einfach: Everybody in this building lost this round. Das trifft. Okay, während du das Licht anmachst, nochmal mein Hinweis: ypsi-shop.com, das ist unser Partner. Ich habe heute den Aminoelektrolytkomplex eingepackt. Pina Colada-Geschmack für alle ambitionierten Kampf- und Kraftsportler. Promocode Hackman, 10% Rabatt und ein Teil des Erlöses kommt uns zugute und dann können wir mehr Videos aufnehmen und noch besseren Content liefern. Aber dieses Matchup hier können wir nicht gut sprechen und gut reden. Rose Namajunas hat sich wirklich hier eine bittere, bittere Niederlage eingehandelt. Das meine ich nicht, weil da irgendein Cut war oder eine gebrochene Nase oder sie grinden und ackern musste. Sie hat sich hier durch die Passivität, die man ja bei ihrer Gegnerin genauso benennen kann, aus dem Titelrennen erstmal rausgefightet. Wenn man das so sagen kann, denn viel Fighten war ja da auch nicht. Also es war eher rausgetänzelt. Ich will tatsächlich zum Beispiel jetzt eine Jessica Andrade sehen, die ja sofort gesagt hat, ey, du bist die langweiligste Kämpferin ever. Carla Esparza, gib mir den Title Shot. Ich sorge für Brutalität. Fans dieses Sports wollen Wollen ein Gewalt sehen und Massaker. die werde ich liefern. Und ganz ehrlich, Jessica Andrade, bitte rette uns. Bitte. Bitte, also wenn es so ein Bat-Symbol gibt, wo Batman dann kommt, ich schmeiß das Jessica Andrade-Symbol hoch. Bitte, rette uns. Ich nehme das rote Telefon und rufe dich an. Bitte, der nächste Kampf nicht mehr so langweilig. Ich habe nichts gegen taktische und technische Kämpfe, aber hier wollte keine der beiden. Ja, also ich habe das Zitat von Andrade auch da und natürlich ist es spannend. Dana White sagt im Nachhinein, es wird aber vermutlich die Gewinnerin. Mal gucken, ob die wirklich gesund sind nach diesem Kampf zwischen Wei Li und Joanna. Es ist halt wirklich eine dick besetzte Division und das würde ich auch vielleicht fairerweise noch an alle Leute da draußen gegebenenfalls an Worten verlieren. Rose Namajunas und Carla Esparza haben sich an die Spitze einer Division gekämpft, die sehr, sehr, sehr dick besetzt ist. Das war ein absolut beschissener Kampf, aber für mich trotzdem noch. Heute ja, morgen ja, übermorgen auch noch, aber danach sollte man meiner Meinung nach auch mal gut lassen und zumindest die Kämpferinnen so fair bewerten, wie sie zu bewerten sind. Wie gesagt, das war, die haben beide richtig reingeschissen, um es auf den Punkt zu bringen, aber wer sich zum Beispiel auf den Prelims den Kampf von Canelossi und Lupi Godines anschaut, das zum Beispiel ein Strohgewichtskampf, der zwischen zwei ungerankten Frauen ist, die übrigens auch nicht irgendwie jetzt neuerdings in der Division sind und deswegen halt noch nicht gerankt sind. Die sind schon länger dabei und haben es wirklich noch nicht mal in die Top 15 geschafft. Canelossi, die physisch vermutlich eindrucksvollste Frau, die da im Strohgewicht so rumläuft, BJJ Black Belt, wird von Lupi Godines regelmäßig auf den Rücken geklatscht und am Boden zusammengeschlagen. Also wirklich, das war ein Massaker, was Lupi Godines da abgeliefert hat. Gegen Geiler wirklich Kampf. ein richtiges Kraftpaket. BJJ Black Belt, also das sind zwei hochklassige Frauen, die es nicht mal in die Top 15 schaffen. Also so fair muss man Rose und Carla Esparza dann auch sein. Die haben einige andere Frauen schon besiegt und sich den Weg natürlich auf diese große Bühne auch
hart erarbeitet. Das muss man dazu sagen, aber ja, das war es natürlich nicht. Aber diese dicht besiedelte Division macht natürlich die Prophezeiung, wer wird da jetzt wann gegen wen kämpfen, super schwer. Auch aktuell, es gibt ja so Divisionen, wo man sagt, okay, da gibt es wirklich 20, 30 Top-Klasse-Kämpfer oder Kämpferinnen, aber an der Spitze zeichnet sich ein klares Bild ab. Zwei Leute haben irgendwie Rückenwind, der Rest ist da gerade irgendwie gestolpert. Das ist hier ja nicht so. Also wir haben diesen Kampf zwischen Wei Li und Joanna. Die Gewinnerin wird auf jeden Fall viele Argumente auf ihrer Seite haben. Wir haben Mackenzie Dern, wir haben Marina Rodriguez, wir haben die von dir angesprochene Jessica Andrade. Und natürlich passt da irgendwo, die hat gerade gar nicht geliefert und die wird nicht krass belohnt, aber die Fans mögen sie. Und sie war halt die ehemalige Championess. Rose wird da auch noch im Top-5-Rennen natürlich mitsprechen. Ja, aber es wird kein direktes Rückmatch. Nein, Da nein, lege ich die das Hand auf ins keinen Fall. Feuer. Da Das auf lege ich die keinen Hand Fall. ins Hat Feuer. auch Und Dana White schon so benannt. ich habe hier 5 Zettel voll mit Statistiken, die alle das sagen, was du sagst. Rose ist eine tolle Kämpferin. Ich hatte mir vor diesem Kampf aufgeschrieben, 9 der letzten 11 gewonnen. Sie kam mit 3 Siegen in Folge in dieses Duell. Sie hat auch in ihrer Vita, ich meine, sie, glaube ich, hat 12 Profikämpfe, nee, 16 Profikämpfe, glaube ich, habe sie irgendwo aufgeschrieben. 16 Profikämpfe insgesamt und sie hat die Hälfte davon vorzeitig entschieden. 6 durch Submission, 2 durch Knockout. Das ist in so leichten Gewichtsklassen nicht selbstverständlich. Sie kann Kämpfe beenden. Sie hatte, das ist ihr 5. Rückmatch in der UFC. Die anderen 4 hat sie alle gewonnen. Sie ist die Meisterin der Rückmatches und hat da grandiose Leistungen geliefert. Schau dir die Headkick-Knockouts an, die sie abgerissen hat. Also, das ist eine Top-Kämpferin. Aber du musst halt irgendwann in diesem Kampf mal so ehrlich zu dir sein. Und sagen, das kann es nicht sein, was ich hier mache. So dieser Eiertanz auf der Rasierklinge, vielleicht geben die Punktrichter mir das und sehen, dass ich technisch besser bin, vielleicht nicht. So kannst du doch einen Titel nicht verlieren, Mädel. Also das kann nicht die Herangehensweise sein. Und was mir auch sehr, sehr, sehr große Sorgenfalten ins Gesicht gezaubert hat, war dieses I'm the best, I'm the best, I'm the Ja, best in the world. das habe ich auch schon oft kritisiert und da hast du dann Puh. gesagt, nee, das ist ein Mantra, das braucht ihr halt, ist doch alles Dieses super. Mal war was besorgniserregend. Oft die erste Close-Einstellung, wo die Kamera auf sie zeigt vor der ersten Runde, da sagt sie das 5-mal hintereinander zu sich selbst, wo ich mir denke, ja, Das klar macht immer. bist Und ich du habe technisch. immer schon gesagt, das ist doch eigentlich ein Zeichen von Selbstzweifeln, von Unsicherheit. Warum musst du das doch sagen? Also vor allem so oft, 5, 6, 7 Mal hintereinander und die Coaches die ganze Zeit. Also du musst doch jetzt, das ist die zweite Titelregentschaft. Du Meine hast Rede. die furchterregendsten Frauen gekämpft in dieser Division. Du hast Andrade besiegt im Rückkampf und es war wirklich ein Mörderritt in der letzten Runde. Du hast Joanna gefinisht, du hast Whaley gefinisht. Du musst doch einfach irgendwann mal das Mindset haben, ich muss doch im Stand wenigstens besser sein als die und jede Runde, jeder Kampf beginnt im Stand. Also das hat mir sehr, sehr viele Sorgenfalten auf die Stirn gelegt und ja, für Carla Esparza ist es ein ja, nicht perfekter Abend, aber ein sehr, sehr guter Abend gewesen. Das ist ihre zweite Titelregentschaft. Über 2000 Tage zwischen zwei Titelregentschaften. Das ist UFC-Rekord. Nie war so viel Zeit zwischen zwei Titelregentschaften. Und sie heiratet ja am kommenden Wochenende. Besseres Hochzeitsgeschenk kannst du nicht haben. Du hast nicht mal einen Kratzer, nicht mal eine Schwellung, nicht mal einen Cut. Du hast ja nicht Da mal ein Blumenkohlohr, weil du nicht mal ringen konntest. Ihr wart ja immer 2,50 Meter auseinander. Von daher super, cool. 6. Sieg in Folge, in der Division auch mega, muss man tatsächlich auf jeden sagen. Fall. Wenngleich ich den Kampf am liebsten löschen würde aus meiner Erinnerung mit diesem Man in Black Blitzdings da. Aber ja. Not gegen Elend. Ich bleibe dabei. Respekt vor beiden. Ich habe alles gesagt, was sie können und was sie geleistet haben. Und höchster Respekt. Carla Esparza hat die meisten Takedowns in der Geschichte der Strohgewichtsdivision insgesamt. Zuletzt gegen Tatiana Suarez verloren. Eins der größten MMA-What-Ifs, die wir so haben. Habe ich ja als meine Once-to-Watch-Kämpferin in unserem 2022 Preview eingeschmissen. Ich hoffe, die kämpft wirklich nochmal, wird dann vermutlich im Fliegengewicht antreten. Aber ja, da müssen schon wirklich sehr, sehr gute Frauen gegen Carla Esparza ran, dass die mal verliert. Das muss man ihr wirklich lassen. Ich glaube tatsächlich, umso mehr ich mir das durch den Kopf gehen lasse, nicht, dass wenn Rose noch einen wirklich guten Kampf, sollte sie für den nächsten aufgewacht sein, eine wirklich wegputzen, wird gegen eine Topfrau antreten. Da bin ich mir halt auf jeden Fall sicher. Die Frage ist halt, wann. Ich könnte mir vorstellen, dass die UFC eigentlich weiß, da ist die mal ausgerutscht und die Leute lieben Rose. Hat ja auch tatsächlich diese Crypto.com-Boni abgesahnt. Großes Problem dabei, man konnte wohl wirklich eine Stunde vor Event bereits abstimmen. Das ja, kann es ja irgendwie nicht sein.
$30.000, glaube ich, ne? Naja, ist so ein Beliebtheitscontest eigentlich einfach nur. Aber er zeigt halt, Rose ist beliebt. Ich könnte mir gut vorstellen, also die UFC weiß natürlich auch, dass die einen Sieg brauchen und dann doch wieder im Titelrennen. Titelkampf ist tatsächlich. Einfach weil, also es ist eine dick besiedelte Gewichtsklasse, da ist es natürlich immer noch schwerer, irgendwie ein Argument für zu finden. Aber wie gesagt, die UFC ist ja auch leider Gottes so ein Popularitätswettbewerb. Brian Campbell sagt dazu, wie gesagt, die ersten 10 Minuten oder 15 habe ich mir von Morning Combat angehört, was interessant ist. Sollte tatsächlich nach der ersten Verteidigung dieses Titels Rose bereits wieder im Rennen sein, dann wäre es zwangsläufig eine Trilogie. Aktuell ist es ja, also Dana White sagt bereits, Wei Li gegen Joanna entscheidet den nächsten Shot. Das heißt, Rose hat entweder die Kala-Trilogie, die Wei Li-Trilogie oder die Joanna-Trilogie. Keine Ahnung, ob es so kommt, aber die UFC sucht ja gleichermaßen auch Storylines. Könnte man schon auch was mit aufbauen. Wer weiß, ob die wirklich so lang weg ist. Verdient hätte sie es nach dieser Performance nicht, aber wie gesagt, dafür, das habe ich ja auch so gemalt, müsste sie jetzt eine auch dominant wirklich auschoken, mit einem Headkick finishen, wie auch immer. Zum Abschluss was Positives. Ich finde beide super sympathisch. Beide sind tolle Repräsentantinnen, abgesehen jetzt von diesem Kampf jetzt. Und ich fand es auch sehr lobenswert, wie Twitter auf Rose und ihre Enttäuschung reagiert hat. Es gab sehr viel Zuspruch. Sogar Jessica Andrade hat was Nettes getwittert in der Richtung von Rose. Und sehr viele Kämpfer und Kämpferinnen haben gesagt: Ja, es war jetzt nicht toll, aber lass den Kopf nicht hängen. Wir haben großen Respekt vor dir. Und da schließe ich mich an. Sie ist eine gute Repräsentantin. Ich glaube, sie ist ein sehr, sehr toller Mensch, was man so mitbekommt. Sie ist eine tolle Kämpferin. Dieses Mal halt gar nicht performt. Und ja, war irgendwie der Kampfgeist in der Umkleide bei beiden. Und ich glaube, damit ist auch alles gesagt zu diesem Kampf. Wie gesagt, ich will euch hier nicht einen miesen Kampf so verkaufen, als wäre es geschnitten Brot. Nee, war es nicht. Das ist vielleicht wirklich eine gute Überleitung. Ich habe das bei Rose tatsächlich nicht mitbekommen mit den positiven Nachrichten und dem, hey, Kopf hoch, wir glauben trotzdem an dich, du bist unsere Heldin. Aber gleichermaßen war das auf jeden Fall bei Tony Ferguson so. Da habe ich ganz viel mitbekommen, auch von Fightern, die gesagt haben, du bist trotzdem eine Legende. Auch Leute wie, die eigentlich nur für Bullshit-Guys bekannt sind, auch so ein Khamzat Chimaev hat gesagt, Tony, du bist eine Legende im Sport, Kopf hoch und so. Viele Kämpfer haben gesagt, El Cucuy ist trotzdem irgendwie unser Held, der muss gar nichts mehr beweisen. Was natürlich trotzdem ja die Tragik irgendwie dieses Kampfes nicht nimmt, würde ich so sagen. Ich hatte im Vorhinein gesagt, vermutlich wird Michael Chandler mir das Herz brechen. Hat er. Und ich glaube, am allerallerschlimmsten war dafür, dass Tony Ferguson in der ersten Runde echt ganz gut aussah. Es war eine wahnsinnig gute erste Runde allgemein. Ferguson hat Chandler da, wo er ihn haben will, irgendwo zwischen Wind und Geistern. Der wusste gar nicht mehr, wo er sich momentan befindet. Hat auch gesagt, auf dem rechten Auge habe ich doppelt gesehen. Das war kurzzeitig mal ein richtiges Problem für mich. Also Ferguson hat Chandler richtig, richtig zugesetzt. Chandler war schwer angeschlagen. Früh Früh schon. zugesetzt, in den ersten 2, 3 Minuten. Sah so aus, als könne El Cucuy Iron Mike finishen. Und auch Tony Ferguson ist ja be berühmt für seinen Vorwärtsgang, für seinen Druck, den hatte er. Heißt auch, widerspricht sich nicht zwangsläufig, aber das kenne ich in der Form nicht so. Hat super gekontert. Hat ganz viele Erfolge mit Kontern gehabt. Schöne Haken Super. geschlagen. Also keine Kritik, auch wenn er reinkommt. Ich wusste es genau, was passiert mit meinem Körper. Wenn Tony Ferguson eine Halle betritt, der stachelt es hier bis hoch. Du weißt, es ist Tony Ferguson. Du weißt, was passiert. Es wird Gewalt ausbrechen in diesen Oktagonwänden. Das krasse Gegenteil zum Co-Main Event ist diese Einstellung. Also du weißt, es wird nicht langweilig. Ich respektiere den Kerl so krass. Ich liebe den Kerl so krass. Und trotzdem tut es mir weh, wie er dann verliert. Es ist jetzt die vierte Niederlage in Folge. Er wird zum vierten Mal ganz, ganz schlimm besiegt. Also nach der 5 Runden-Demontage durch Gaethje wird er Vier hier sind es, glaube ich. abgeschaltet. Was ist vier? Egal. 4 oder 5, es war Ja. zu lang. Und ja, dazwischen die beiden Grappling-Schlachten, die er ganz klar verliert, wo er am Boden Immer dominiert wird. harte Momente einfach durchsteht und körperlichen Schaden erleidet. Aber da wird ihm mal ein Arm verdreht und Ja, mal ein Knie. eben. Hier ist es halt die Birne. Und wenn mir Leute sagen, ja, es gab einen Gehirnscan nach dem Kampf, scheint in Ordnung zu sein. Wisst ihr, was da gemacht wird? Das Einzige, was du da siehst, ist, ob Gehirnblutungen Ja, entstehen. genau. Wenn Gehirnblutungen entstehen, dann hast du eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst. Okay,
Big freaking deal. Wir wissen, er hat keine Gehirnblutung. Wow, cool. Na, dann natürlich, bucht ihm den nächsten Kampf, kein Problem. Am besten in 8 Wochen oder so Aber in ich Vegas. glaube, man kann doch CTE auch. Nein. Die UFC hat auch CTE-Scans inzwischen, wo irgendwie, ich glaube, Stromfluss letztendlich, Nervenbahnen sind ja Wurde auch halt noch. nicht gemacht. Alle haben sich Okay. im Internet Mords drüber gefreut, dass der Gehirnscan negativ ist. Das Einzige, was du da halt siehst, ist eine Gehirnblutung. Okay. Und zu sagen, er hat keine Gehirnblutung, cool. Nee, Freunde, so einfach ist es Aber es nicht. wurde doch kommuniziert, es wäre ein Test auf CTE. Nein. Ein CT-Scan ist kein CTE-Scan. okay, das habe ich Da dann muss gesehen. man unterscheiden. Und das ist ja, der Informationsgrad ist da so niedrig beim MMA-Publikum. Es ist ein ganz, ganz schlimmer Knockout. Frontkick-Knockouts. Wann passieren Frontkick-Knockouts? Wir haben Frankie Edgar gesehen. Im letzten Viertel seiner Karriere. Wir haben Randy Couture damals gesehen gegen Lyoto Machida, wo der Zahn durchs Oktagon fliegt in hohem Bogen. Ganz, ganz hinteres, letztes Viertel seiner Karriere gewesen. Es ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Auch wenn Dana White sagt, was ich ihm hoch anrechne. Tony Ferguson hat Dana White hart kritisiert Ja, für die natürlich. Spezialstruktur und der hat mir gedacht, oh, vierte Niederlage in Folge, so heftige Ja, Kritik, das war jetzt auch hart. fliegt er sicher raus. Fand ich krass, dass Dana White sagt, für mich ist das immer noch ein Top-10-Fighter, hat gut gekämpft. Hat er auch. Nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Sprich gerne aus. Ich war auch richtig interessiert, wie Tony Ferguson das erste Treffen mit dem. So bei den, vermutlich haben die sich Backstage mal getroffen, aber für die Öffentlichkeit war das erste Treffen dann so bei den Ceremonial Weigh-ins. Da haben sie sich wieder so bisschen angespannt, aber auch einigermaßen freundlich die Hand gegeben. Ich dachte echt, Tony Ferguson nach dieser Rede wird den irgendwie ignorieren oder so, aber das hat er ja Gott sei Dank nicht. Und ich hätte auch, also glaube ich, unabhängig von dieser Rede befürchtet, dass Tony Ferguson gecuttet wird. Dass der eine gute Runde kämpft, war glaube ich trotzdem, unabhängig von der Rede tatsächlich, auch vor diesem Drug Dealer Talk da, war glaube ich dringend notwendig für seine Karriere. Ist halt Er die Frage, hätte ob er sich damit wirklich einen Gefallen getan hat. weitere Kämpfe verdient, aber man muss irgendwann mal den Tatsachen ins Auge sehen. Er ist 38. Wenn hier gesagt wird, er ist immer noch ein Top-10-Kämpfer, zum vierten Mal hintereinander besiegt ihn jetzt ein Top-10-Kämpfer in einer Klarheit, die man nicht überbieten kann. Das war jetzt am klarsten. Ellbogen überstreckt, Knie verdreht, von Gaethje verprügelt, hier böse abgeschaltet. Ich hatte wirklich Angst, dass der nicht mehr aufsteht. Der fällt vorne über und es dauert lange, bis er auf einem Stuhl Sehr sitzt. Und lange. als sie ihn rausführen aus dem Oktagon, da sind die Lichter noch an, aber da ist keiner zu Hause. Ja, Der weiß gar das nicht. siehst ja Der weiß auch, gar nicht, was als der passiert. auf dem Stuhl sitzt, kein Plan, was passiert ist. Wurde auch, ich habe auf Twitter gelesen, dass der wurde raus, natürlich gestützt, begleitet. Ist er so richtig zwanghaft stehen geblieben, als Chandler die Wiederholung gezeigt wurde, hat auch voll interessiert hochgeschaut, weil er keinen Plan hatte, was passiert ist. Ja, tragisch. Was gibt es für Tony Ferguson noch zu tun? Ich meine, wenn du die Top 5 anschaust, Gaethje, Oliveira, Benil Dariush, gut, Poirier und Makhachev, das ist weit weg jetzt für ihn. Chandler, du bist jetzt irgendwo 8, 9, 10. Willst du der sein für den, der in die Top 15 will, den 22-Jährigen, 23-Jährigen, der da an dir vorbei will? Willst du der sein, der Türsteher für die Tsarukyans und Gamrots dieser Welt ist? Er hat anscheinend nicht ausgesorgt, deswegen sage ich ganz klar, er ist immer noch in einer Form, die sehr, sehr gut ist. Das ist immer noch ein sehr, sehr guter Kämpfer. Aber, und er hat sich das auch verdient. Also man kann nicht sagen, er wäre hier total chancenlos gewesen und es wäre keine ordentliche Konkurrenz gewesen hier. Nee, das war schon gut am Anfang. Aber die Art und Weise, wie er dann wieder gestoppt wird in dem Alter hier, ich bin mir nicht sicher. Ob ich nicht für mein Gewissen, für mein Empfinden sagen würde, Tony Ferguson, Mann, du hast so viel gegeben, du hast so geile Kämpfe geliefert. 12-Fight-Win-Streak, der erste in der Leichtgewichtsgeschichte, der eine zweistellige Anzahl an Kämpfen hintereinander gewonnen hat und in einer Art und Weise gewonnen hat, wo du vom Stuhl hochspringst, wo du im Stehen das Ganze verfolgst. Ey, Tony Ferguson-Kämpfe fühle ich krass, ich liebe den Kerl, er ist wirklich ein MMA-Gott. Also, er hat so heftige Szenen geliefert, für die Geschichtsbücher abgeliefert, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht bei meinem Preview-Urteil bleibe, wo ich sage, er wird diesen Kampf verlieren, er wird ihn klar verlieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich Tony Ferguson aufgrund meiner gesundheitlichen Bedenken für ihn nochmal sehen will. Ja, habe ich ja auch einleitend so gesagt. Ich will den eigentlich, glaube ich, nicht mehr sehen. Problem ist halt, Kämpfe, die für ihn gesund laufen werden,
sind Leute, die er deklassieren würde. Fallen mir gar nicht so viele Leute ein und das sind auch keine Tony Ferguson-Kämpfe, die der will. Irgendwie jemanden, der echt nicht seine Liga ist, die die Fans sehen wollen. Tony Ferguson ist halt dafür irgendwie zu haben, dass der halt auch in Schlachten ist. Und ich, ja, dann kannst du den halt irgendwie gegen einen Nate Diaz wäre Hammer und gegen einen Barberena eigentlich ist der jetzt in der Klasse irgendwie kämpfen lassen. Das wären Bombenkämpfer, aber die tun halt beiden Gehirnen auch nicht gut und irgendwie um allzu viel gehen sie halt nicht, außer um wir sind belustigt daran oder entertained davon, dass Leute sehr, sehr viele Gehirnzellen verlieren und gesunde Jahre ihres Lebens. Und ja, es wäre halt letztendlich tragisch. Und es wird tragisch sein, dass dieser Mann das wirklich noch für die Kasse braucht. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit Tony Ferguson sich irgendwie abgesichert hat und irgendwie weiß ich auch nicht, was der beruflich so machen soll. Also glaubst du, der wird ein super Coach? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht, ich habe nur ein paar Kommentare gelesen bei Analyst. uns in den Videos und einer hat geschrieben, Tony Ferguson muss wieder El Cucuy rauslassen. Alter, 10 Jahre UFC, 20 Kämpfe in der UFC, wirst 39 in der Division, in der Mitte 20 irgendwelche Killer rumlaufen. El Cucuy ist nicht mehr der El Cucuy. Versteht das mal. Versteht das mal. Das ist vorbei. Das kann der bringen in den ersten 2, 3 Minuten, aber wenn der hart getroffen wird, und du hast ja auch gesehen, die erste Runde, im Endeffekt verliert er die. Am Glaubst Ende du echt? ist Chandler für mich drauf und dran, mir ganz deutlich zu zeigen, dass er die Runde dann doch noch eintütet. Kann man jetzt diskutieren, aber wie viele Runden seiner letzten vier, fünf Kämpfe, seiner letzten vier Kämpfe, pardon, hat er denn gewonnen? Das war die Hat erste. er Engage Wenn sie es ihn. war, wenn sie es war, wir können gerne mal auf die Zahlen schauen, aber du Er hat verstehst halt den meine Knockdown, Aussage. den würde ich ihm hoch anrechnen. Cuttet auch Chandler hart, das würde ich tatsächlich mit dem Ground and Pound eigentlich gleichsetzen, denn er wird lange, eine Minute lang hat, auch wenn Chandler auf ihm drauf liegt, keinen Erfolg mit Ground and Pound. Kommt dann, ja, Tony blutet dann auch, ja, aber Chandler ist der, der davor im Stand deutlich mehr abbekommt, der dann niedergeschlagen wird und der auch am Boden diesen harten Ellenbogen abbekommt. Sein Gesicht ist wirklich von der ersten Runde natürlich, in der zweiten kriegt er ja nichts mehr. So ramponiert, wie es war. Also ich hätte die erste Runde tatsächlich recht entschlossen sogar Tony gegeben. Kann man darüber diskutieren, die Zahlen? Significant Strikes, 26 Chandler, 20 Ferguson. Ein Takedown für Chandler, 2 Minuten 29 Takedown muss man ihm Kontrollzeit. geben. Kontrollzeit, ja, nach wie vor nicht so relevant, aber den Takedown, klar, den muss man ihm auch geben. Ja, Ja, gut. egal, Es du gibt auf verstehst, jeden was Fall ich Argumente meine. für Chandler, das stimmt schon. Er hat in den letzten vier Kämpfen, man kann über diese Runde streiten, aber davor keine Runde mehr Das gewonnen. Ding ist, ja, auch wenn Leute sagen, er muss den El Cucuy rauslassen. Der El Cucuy, ich habe immer gesagt, ich habe nie ganz gerafft, wie der diese 12er-Siegesserie aufgebaut hat. Der El Cucuy hat auch immer Schläge in die Fresse bekommen. El Cucuy war nicht ein unantastbarer Kämpfer, der dich einfach nur blutig geschlagen hat und überrollt hat und du wusstest gar nicht, wie du irgendwie Gegenwehr zeigen kannst. El Cucuy hat immer Gegenwehr bekommen, wusste sie eigentlich nicht zu verhindern, ist halt durchgelaufen. Wie so ein Dämon. Das kannst du halt nicht ewig machen. Und Das hat wir ein sehen, Haltbarkeitsdatum. ja. Und wenn du 38 bist und ich schaue hier mal auf meine Notizen, ja gut, wird im Februar nächsten Jahres erst 39, aber you get the message. Aber Also wir du bist sprechen ja fast gerne von 40. diesem Ringalter. El Cucuy ist auf jeden Fall über 40. Ja, safe über 40 ja. In Kämpferjahren. Ich glaube, das ist eher so wie Hundejahre gealtert, so die letzten paar Jahre bei ihm. Aber er muss El Cucuy rauslassen, Leute. Nee. Die Zeit ist vorbei. Und ich will damit nicht sagen, dass er nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Ganz im Gegenteil. Nate Diaz-Fight wird sich super vermarkten lassen, bin ich mir Der wäre auch absolut Hammer. sicher. Der wäre Hammer. Es wäre ein Hammerkampf. Dann sind wir auch wieder irgendwie Lügner unserer selbst, weil wir dann sagen: Ja, natürlich schaue ich mir das an, das ist geil. Aber ich sehe halt immer den Menschen und der Mensch Tony Ferguson sagt selbst: Ich habe nicht ausgesorgt. Der Mensch Tony Ferguson muss noch kämpfen. Der Mensch Tony Ferguson liegt Samstagnacht oder Sonntag früh, wie man es halt sieht. Bäuchlings, regungslos in diesem Oktagon. Und ja, das Meme und das, die Worte von Conor McGregor, okay, das muss jeder selbst einordnen. Ich habe wirklich Bedenken gehabt. Ich hab geschluckt, als ich ihn da liegen sehe und der sich eine geschlagene halbe, dreiviertel Minute mal gar nicht mehr bewegt. Das, ja, das war nicht schön. Zu sehen, wie sich DC darüber freut, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, habe ich danach echt gebraucht. Ich habe Wollen wir noch über Michael Chandler sprechen? gerne. Ja, hat er verdient, bestimmt, hat er verdient. Chandler hat perfekt. Rocky Story. Muss diesen Sturm überstehen, wird runtergeschickt.
kommt wieder zurück und gewinnt diesen Kampf per Frontkick, wo er selbst sagt, mit Henry Hooft trainiere ich den eigentlich gar nicht. Wir machen die Frontkicks im Training. Umso krasser, denn es ist technisch kein perfekter Frontkick. Der Typ tritt halt zu wie eine Rakete. Der schießt dich auch auf den Mond, wenn es sein muss mit dem Ding. Ein Freak von einem Athleten. Ja, Ich habe ja. in meinem ganzen Leben noch nie einen 36-Jährigen gesehen, der in der Form ist. Also der Kampfverlauf ist perfekt, das Finish ist perfekt, holt seinen Sohn ins Oktagon, macht die perfekte Post-Fight-Speech, wo Ja, dann sogar gut, ja. McGregor sagt, ey, das ist der unterhaltsamste Kämpfer, den es momentan gibt, gegen den will ich gerne kämpfen Macht im er noch Weltkrieg. immer. Der weiß seine Mic-Zeit auf jeden Fall sehr gut zu nutzen. Perfekt. Besser kannst du es nicht machen. All die Kämpfer, die sich hinstellen und ja, ich kämpfe gegen alle, die mir die UFC anbietet. Ich will einfach nur gute Leistungen bieten. Nee, mach's wie Chandler. Stell dich da rein. Und das war perfekt. Das ist die perfekte Post-Fight-Speech. Du hast jetzt einen Rekord von 2-2 in der UFC, aber alle wollen dich in den Titelkampf gegen Charles Oliveira irgendwie so reinschieben, weil jeder will das gerne nochmal sehen. Das wird ein Fest. Oder wäre ein Fest, möchte ich wenigstens mal behaupten. Du schüttelst den Kopf. Ja, nachdem du Tony Ferguson besiegt hast. Nee. Dafür ist das Lightweight viel zu krass besetzt. Das will ich wirklich nicht. Wir haben einen Dariusz mit richtig Rückenwind. Wir haben natürlich einen Makhachev mit richtig Rückenwind. Und wir haben, würde ich tatsächlich auch mit auflisten, denn es wird sehr oft benannt. Da scheint wirklich Wille dahinter zu sein. Wir haben einen Volkanovski, der sehr, sehr klar damit liebäugelt, hochzugehen. Auch Dana White ist davon nicht irgendwie komplett abgeneigt. Nee. Hat er für mich wirklich noch nicht verdient. Zudem glaube ich auch, die UFC weiß, dass es da viele Leute gibt, die irgendwie einen großen Hintergrund zu brauchen, die entweder einen großen Namen oder halt eine Sache wie einen Gürtel dafür brauchen, wirklich auch selbst zu verkaufen. So ein Dariusz zum Beispiel ist, glaube ich, wirklich schwer zu vermarkten. Und ein Chandler kann halt wirklich inzwischen Zahlen ziehen. Also pack den halt gegen Dariusz, wenn Islam von mir aus den Titelkampf bekommt, was ein super Kampf wäre natürlich. Chandler trägt natürlich, auch wenn er sportlich der eigentlich weniger relevante Kämpfer ist, trägt diesen Kampf, so von der PR her. Nee, sehe ich nicht. Glaube ich auch wirklich nicht dran. Also ich will Chandler in einem unterhaltsamen Kampf sehen und ich will da auch einen großen Namen sehen. Chandler ist einfach ein Highlight-Reel, der liefert immer ab, wie der Dan Hooker weggemacht hat, wie der hier Ferguson wegmacht, wie er trotz der Niederlagen gegen Gaethje und Oliveira überzeugt und das Publikum begeistert. Es ist ein Kämpfer, den du sehen willst und der ist in einer körperlichen Verfassung. Das ist hier eben in der Beurteilung der Unterschied zu Tony Ferguson, in der A noch nicht so viel Schaden genommen hat und der B wesentlich, wesentlich jünger wirkt. Die trennen nur 2 Jahre, die beiden, aber Chandler wirkt super athletisch, kann mit den Schnellsten der Division mithalten. Wir haben gesehen, wie er mit Oliveira grappelt. Wir sprechen darüber, Tony Ferguson, 10th Planet Black Belt, Jiu-Jitsu super cool, aber von Oliveira wurde er am Boden dominiert. Chandler hat einfach rausgewuchtet, wie so ein Gorilla. Ja, Im weil er Stand halt kann er. jemand ist, der super harte Weightcuts auch macht. Das muss. Dem kann man in der Phase der Karriere und in diesem Alter die Top-Kämpfe und die Top-Kämpfer vor die Nase setzen. Da habe ich ein absolut ruhiges Gewissen dabei. Chandler ist so gut wie nie zuvor und der war dreimal Bellator-Champion. Das noch dazu. Also Respekt vor beiden, ich liebe beide. Chandler hat einfach seine Zeit im Cage und beim Interview optimal genutzt, das wollte ich sagen. Also das wollen Leute sehen, so jubeln Leute. Das ist eine Ansage, wo du am anderen Tag in den Schlagzeilen stehst, um ohne 4 Buchstabenworte und irgendwelche Karlauer unterhalb der Gürtellinie zu gebrauchen, schafft es sich, Respekt zu verschaffen und für Aufsehen zu sorgen. Ich gönn's ihm, auch wenn mir die Niederlage für Tony Ferguson krass wehtut. Krass wehtut. Ja, du sagst natürlich auch, der Kampfverlauf ist perfekt. Selbstverständlich ist er vor dem sportlichen Hintergrund nicht perfekt, aber er ist halt für die Dramaturgie perfekt. Und was man Genau. ihm halt natürlich anrechnen muss und wo man auch echt den Hut vorziehen muss, er sieht halt, ne, bei diesem guten Grappler dennoch, dass es ringerisch zu lösen ist. Es muss ringerisch gelöst werden, denn er merkt natürlich auch die Gefahr, er hat Kopfschmerzen, sieht auf dem Auge schlecht und nutzt es halt im richtigen Moment dann auch den Takedown zu holen. Ist auf jeden Fall auch eine Wie er den holt. Qualität. Wie er den holt. Also ich glaube, der hat eine Trambahn Ja. umgeworfen. Wenn Michael Chandler 100% gibt, muss erstmal gegenhalten. Da kommt ein Sturm auf dich zu. Kann er aber halt auch nur alle 9 Monate oder so. Der sagt er ja selbst. Also ein Weight Cut für mich ist Hölle. Das kann ich nicht regelmäßig. Short Notice werdet ihr mich niemals sehen. Und auch nicht alles halbe Jahr. Klappt körperlich nicht. Ein einziger schnell zuckender Muskel. Wenn du Ja. den Nacken siehst, die Schultern siehst, hast du die Bilder gesehen?
als er aus dem Oktagon geht und zu den Fans sagt, Are you not entertained? Da hatte ich Gänsehaut. Das war wie eine verdammte Szene aus Sparta, Alter. Aber der Typ ist ja noch muskulöser als die Typen in dem Film. Und wie er in die Schlacht zieht und wie er abliefert. Das Publikum war voll da bei dem Chandler-Kampf und auch danach. Das war hyped. Das war hyped. Das war vom Emotionskino das krasse Gegenteil von dem, was danach kam. Ja, ich finde halt dieses Thema Weight Cut irgendwie immer so ein bisschen tragisch und muss sagen, ich schaffe es nicht ganz. Also man muss ja höchsten Respekt davor zu haben, diesen Zyklus so krass zu meistern und diesen Weight Cut in diesen, der hat halt wirklich, keine Ahnung, 17, 18% des Körpergewichts, habe ich mal aufgeschnappt, sind so die höchsten Zahlen, die man in der UFC irgendwie sieht, die wird er auch machen. Der ist halt ein ganz, ganz klares Welterweight. Davon muss man Respekt haben, aber irgendwie schaffe ich es nicht ganz, da nicht auch so ein bisschen. Ach, irgendwie gefällt mir das nicht, mitschwingen zu haben, emotional. Keine Ahnung, also ist halt auch jemand, der Kämpfe gewinnt, weil er im Ring wirklich einer der allerallerschwersten ist, die es in dieser 155-Pfund-Division irgendwie gibt. Im Gegensatz zu Oliveira ist aber keiner, der ein halbes Dutzend Mal das Gewicht nicht gemacht hat. Klar. Und den siehst du nie bei Burger King und McDonald's. Niemals. Und du siehst im Training bei seinen Videos, dass er 20 Supplements nimmt und sich halt krass mit. Der sitzt in der Sauna Und hört dabei. und hört dabei sich Informationen an zu. Also, Sauna-Perfektionierung, ja. wie man das am besten macht. Der beschäftigt sich 24/7 mit seinem Körper. Der Weight Cut ist Science. Das ist eine Wissenschaft. Der macht das Wochen, tagesgenau. Der Mann, das ist der Ultra-Profi. Wenn alle so wären wie der, würden wir hier nicht jede Woche sitzen und über die verpassten Weight Cuts unterhalten. Da kannst du dich verlassen, da kannst du die Uhr danach stellen, dass der Chandler das Gewicht macht. Ja, Und es gibt halt aber auch wirklich Leute, die Weight Cut eigentlich auch gut machen, die sagen, manchmal gibt es wirklich einen Tag, an dem dein Körper, auch wenn du weißt, wie es geht, das Wasser nicht hergeben will. Und boah, ob der Körper jetzt dann doch irgendwie sehr viel aus dem Gehirn entwässert hat oder doch so wie geplant aus der Muskulatur. Keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass wir Chandler mal an einem Tag sehen, wo der nach einem Schlag umfällt, wo wir uns dachten, ui, den hätte er aber sonst weggesteckt. Also kann man ja gleich, ich habe mich mit irgendeinem Kommentar, also jemandem, der einen Kommentar verfasst hat, auch über Knockout-Power von Gaethje unterhalten. Und War ein guter Kommentar. Tatsächlich ist es ja so, in bei dem Gaethje. Rahmen jedenfalls habe ich gesagt, dass Chandler, also ich glaube, der Faktor, dass der so schnell umfällt, ist, dass er den Schlag nicht wirklich kommen sieht. Aber man kann natürlich auch festhalten, ey, von Gaethje jede Bombe weggesteckt und bei Oliveira haben irgendwie zwei Haken, zwei hintereinander gut platzierte gereicht und er fällt plötzlich um. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den dann plötzlich auch mal an einem Tag sehen. Der Weight Cut war perfekt. Ja, du hast optimal dein 155 Pfund Waagetag getimt. Aber in den 24 Stunden war irgendwie die Resorption diesmal nicht so ganz optimal. Keine Ahnung, auch wenn du dazu 50 Bücher gelesen hast und den Ernährungscoach hast. Ich weiß nicht, Mann, der reizt dieses ganze System schon sehr, sehr krass aus. Das muss man fairerweise so sagen. Und ich muss Ja. einfach mir eingestehen, ich bin kein Riesenfan davon. Einfach von diesem Konzept. Keine Ahnung. Ich bin ein Fan von Profis Verstehe ich. und von Leuten, die dedicated sind, die sich ihrer Sache hingeben. Und das ist halt der Consummate Professional, also der hundertprozentig der Sache gewidmete Profi, Michael Chandler. Ich habe krassen Respekt vor dieser Einstellung. Verstehe ich komplett. Ich möchte natürlich auch hier nicht alles schlecht reden. Ich gebe ihm Nee, das. und auch der Kommentar war gut, das war cool, dass du angesprochen hast, dass Gaethje vielleicht nicht diese One-Punch-Power hat. Ja, hat er vielleicht nicht, aber in Summe, ich meine, der Typ hat 7,5 Significant Strikes pro Minute. Der bringt ein Volumen aus Legkicks und aus Schwingen auf dich zu, da kannst du nicht lange standhalten. Ich glaube, das ist es, diese Fülle an harten, harten Schlägen, die er dir entgegenschleudert. So gewinnt Gaethje seine Kämpfe, das war ja eine Frage. Aber das war sehr cool, was derjenige oder diejenige geschrieben hat. Das war sehr ausführlich und mit einem Gedanken oder zwei dahinter. Also sehr, sehr cool. Allgemein finde ich super cool, was teilweise in den Kommentarspalten steht. Also das sind echt gut durchdachte, in ordentlichem Deutsch formulierte Dinge, wo ich sage, hey, cool, habe ich gar nicht so gesehen. Also was die Community hier teilweise hergibt, auch wenn es nur 560 oder 570 Leute sind, aller Ehren wert. Also vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes und ja, wenn es noch ein paar Abos werden, dann sind wir irgendwann glücklich, ne? Genau, bleibt da auf jeden Fall bei, schreibt die Kommentare rein und auch wenn Sebastian gerade diese wirklich guten Einwände irgendwie hier lobt. Auch die Leute, die nur Daumen hoch als Kommentar verfassen und ein Herzchen verfassen, das pusht uns natürlich auch. Also selbstverständlich auch dabei bleiben. Auch das wissen wir natürlich wertzuschätzen. Ja, Wollen wir wir haben jetzt noch einen. über die restlichen beiden Kämpfe der Maincard reden? Ja, so auf die Schnelle noch kurz. Wir haben über die einen Stinker gesprochen, über das Co-Main-Event. Ich muss sagen, ich fand OSP gegen Shogun Rua schon auch nicht gerade sehenswert.
Ja, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne, dieser Kampf. Der wirkte so 2006 oder so, 2008. Das war nicht 2022, was da gekämpft wurde. Ja, ist Das halt. war 3 Runden lang more of the same. Und ey, nochmal, ich komme mir heute vor irgendwie wie so eine gebrochene Schallplatte, weil ich immer Ja, nee, dasselbe ich sage. verstehe dich. Aber ich habe die Tapes hier hinten, Leute. Die Pride-Tapes, die liegen da hinten in meinem Schrank. Also, der hatte diesen 12:1-Rekord bei Pride. Shogun Hua war ein Killer. Aber die beste Zeit war so zwischen 2003 und 2010. 2010 war er tatsächlich Champion in dieser Division, in der UFC. Aber das ist 12 Jahre her. Und er hat nicht mehr das Kinn, um die wilden Schlachten zu liefern. Er hat nicht mehr das Cardio, um im Kampf 15 Minuten lang konsequent seinen Stempel aufzudrücken. Und er ist viel zu berechenbar, um auch nur ansatzweise der Top 15 dieser Division gefährlich zu werden. Wenn wir aufs kommende Wochenende vorausblicken, auf Blachowicz und Rakic, wenn wir da solche Leute anschauen, sind beide, OSP auch, so weit weg davon. Da merkst du einfach, Shogun Hua ist jetzt 40 Jahre alt. Da ist ein Typ, Record ist, glaube ich, 27, 13, 1. Das sind über 40 Profikämpfe und was da für Knaller dabei waren. Klar, ich träume immer noch nachts davon, dass der Overeem K.O. geschlagen hat und Kevin Randleman getappt hat und Rampage gestoppt hat und Little Nog einfach die krasseste Schlacht geboten hat. Aber das ist vorbei. Ich gönne es ihm, wenn er sagt: Ey, wer bin ich? Ich bin Popcorn-Furz hier, ich mache einen Podcast. Wenn der sagt, ich liebe das, das ist das, was ich tun will, ich kann nur das, ich will nur das, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Berufung, nicht nur mein Beruf, um Gottes Willen, dann kämpf weiter. Wenn ich Promoter bin und das sehe, und dann muss ich vielleicht einen Rotstift ansetzen. Auch nicht nur, um zu sagen, der Typ ist nicht mehr die Legende, die ist er für mich immer noch, die wird er immer bleiben, aber auch seiner Gesundheit willen. Man muss schon mal sagen, was will er noch zeigen? Was will er noch beweisen? Er ist ja irgendwo außerhalb der Top 15 und der Kampf war auch weit weg von unterhaltsam. Keiner der beiden konnte da das Tempo wechseln, Dynamik reinbringen, mal was Unerwartetes machen. Hey, auch OSP auf der anderen Seite. Es gab Zeiten, da hat man sich gefürchtet, wenn OSP zum Takedown angesetzt hat, weil du weißt, 4 von Pru-Choke-Finishes und gefährlicher Grappler, schwerer Typ, ehemaliger Highschool-Footballer. Das ist auch nicht mehr so in der Form da. Du merkst, der braucht eine Minute oder zwei immer wieder, wo er sich zurücknimmt, wo er verschnauft, wo er weit weg steht vom Gegner. Da haut er mal einen Bodykick raus, okay, aber das ist nicht mehr das, was im heutigen MMA die Top-Plätze, die Top-Erfolge, die Top-Platzierungen einbringt. Der Kampf ist für mich aus der Zeit gefallen. Das war ein Relikt alter Zeit. Ja, so sieht's aus. Ich verstehe auch nicht, wie, also das vielleicht, für mich hat ein Kampf klar OSP einfach nur mit einem Tiepkick gewonnen. Dieser Pushkick zum Bauch war für mich kampfentscheidend. Jede Runde aufs Neue. Ich verstehe nicht, wieso. Also ich glaube, jemand hat auch die Pride, der da gejudged hat, die Pride-DVDs zu Hause, wie jemand diesen Kampf Ruhe gegeben hat, war eine Split Decision, aber unterm Strich war das auch einfach nur ein Test, gegen Müdigkeit anzukämpfen. Donald Cerrone gegen Joe Lauzon sollten wir eigentlich auf der Karte sehen. Kurzfristig wegen der Lebensmittelvergiftung ausgefallen. Donald Cerrone sollten eigentlich am 30.04. bereits kämpfen. Jetzt wieder abgesagt. Man darf gespannt sein, ob die beiden nochmal gegeneinander antreten. Wenn wir Cowboy nochmal sehen sollen, dann finde ich das wirklich einen guten Gegner. Ja, auf jeden Vor allem, Fall. wenn wir Und den im Lightweight sehen sollen. super. Und ich fand es auch so bewegend, wie er auf der Pressekonferenz über seinen Sohn sprechen will. Und er kriegt es nicht über die Lippen, weil er anfängt zu weinen. Das hat mich krass. Das hat mich, sorry, da bin ich so ein Softie. Das hat mich so berührt, wo ich mir denke, jeder, der Kinder hat, weiß genau, was er meint. Du willst vor deinen Kindern, willst du immer Superman sein. Du willst dir keine Schwäche erlauben. Die soll dich in der, keine Ahnung. Du willst ein Vorbild sein für deine Kinder. Und boah, das hat mich krass berührt. Da habe ich so geschluckt, als er da anfängt zu heulen. Nee, boah, das ist das Schlimme bei mir einfach, weil auch wenn ich hier über Shogun, ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist für mich, schlecht über Shogun Hua zu sprechen. Ey, Shogun Hua war ein Killer früher. Wanderlei Silva und Shogun Hua, Shoot the Box, es gibt genügend Geschichten, als die in Japan in den Aufzug gestiegen sind, sind die Leute ausgestiegen. Die haben gedacht, jetzt kommt wirklich der Axtmörder, der schlägt uns kurz und klein. Die hatten Angst vor denen, wenn die Brasilianer in den Aufzug gestiegen sind. Da war MMA noch nicht so wie heute mit professionellem Weightcut und hier habe ich das Performance Institute und hast du nicht gesehen und weißt du nicht, ey, das war der wilde Westen. Und Shogun Hua und Wanderlei Silva haben die Leute reihenweise erlegt. Ja, die sind halt auch, die waren ja gemacht für die Pride Rules. Also für Soccer Kicks und wahnsinnig sein.
Wanderlei, ey, das war so übel, wenn der die Leute mit Soccerkicks eingestampft hat. Dieser miese Gesichtsausdruck, bevor am ersten Gong, der stand da und stand in der Ecke und hat sich die Handgelenke warm gemacht und hat darauf gewartet, dass er losprügeln kann, wo du denkst, alter Schwede, also die Hälfte der Gegner kackt doch da schon in die Hosen. Also wenn du den Verrückten da auf der anderen Seite siehst. Und Shogun Hua auch 2003, ich kann mich noch erinnern, damals lief Pride auf Eurosport, das muss 15 Jahre her sein. Da hat der schon gekämpft, da hatte das seine beste Zeit. Jetzt kommentiere ich den selbst. Ist natürlich eine krasse Ehre, geht mir voll nahe und habe ich in meinem Herz, aber mir tut es auch irgendwie weh, wenn ich sehe, was noch übrig ist von dieser Legende. Und das darf man immer nicht vergessen. Und bei Cowboy Cerrone habe ich nicht ganz so viele Sorgen. Ich glaube, auch Lauzon ist ein gutes Matchup, wie du gesagt hast. Hoffentlich sehen wir das in ein paar Wochen. Ich hoffe, dass es auch auf einem nummerierten Pay-Per-View ist. Ich finde, das haben sie verdient. Das wäre der 38. UFC-Kampf für Cowboy Cerrone. Aber statt diesem Kampf, war jetzt wieder emotional genug, kommen wir zu Chaos Williams und Randy Brown, die diesen Kampf dann bekommen haben auf der Maincard. Die wären ja eigentlich bei den Prelims auf der Card gewesen und jetzt haben die Pay-Per-View-Card eröffnen dürfen und das ist natürlich eine Riesenchance für zwei junge Kämpfer. Absolut, hatten wir auch beim letzten Mal schon angesprochen, dass das ein super Kampf ist. Das ein Prelims-Kampf, den wir empfohlen haben. Ich fand es zugegeben, das deutlich bessere Matchup. Natürlich weiß ich, wie gut Cowboy so war und habe Respekt vor dem Mann, aber ich habe das halt im Nachhinein irgendwie nachgeholt. Für mich hat er nicht diesen krass emotionalen Wert. Ich wusste, die werden auch nicht mehr auf absolutem UFC-Top-Niveau agieren, aber Chaos Williams und Randy Brown sind zwei sehr hungrige junge Welterweights, vor allem Chaos Williams, ja vielen Leuten bereits ein Begriff, weil er halt so ein Knockouter ist, weil er so ein grimmiger Dude aus dem Ghetto ist, aber ich hatte eben auch im Vorhinein gesagt, ey, unterschätzt Randy Brown nicht, solltet ihr den nicht kennen, er weiß auf jeden Fall mit seiner großen Reichweite umzugehen, super kreativer Striker und das hat er halt auch gezeigt, also ich war sehr, sehr entertained davon und muss sagen, ich habe Chaos Williams noch nie so frustriert gesehen wie in diesem Kampf. Doch einmal war das, Miguel Pereira war es bei der noch, Pereira-Kampf. aber da hatte er, glaube ich, noch mehr Momente irgendwie und mehr Hoffnung, glaube ich. Was ich für eine Notiz gemacht habe, geistig, ist, dass er so verkrampft hat. Ja. Hat irgendwann war er nicht mehr locker. Das Also hast die du auch erste im Runde. Preview gesagt, dass er das sein lassen muss, aber. Ja, wann kann ich dich hauen, so ungefähr. Je länger es gedauert hat, und in der ersten Runde hat er ja Randy Brown mal richtig angeklingelt. Also Ja. holla die Walze, wenn der Typ dich trifft, der kann auch schnell gute Nacht sein. Also krasser Athlet, steht jeden Morgen um 4:30 Uhr auf und läuft erstmal seine 6 Kilometer. Das sagt alles über den Kerl. Also das ist ein ganz, ganz taffer Zeitgenosse. Und wenn man die Coaches hört, Joaquin Rodriguez, habe ich ein Interview gehört in der Fight Week, hat gesagt, ich habe noch nie sowas gesehen. So eine Arbeitseinstellung ist einfach der absolute Wahnsinn, was der Typ macht. Aber Ja, und dann bist du halt so ein harter Straßenjunge, der durch Streetschlägereien berühmt wurde. So ein harter Arbeiter. Und da ist halt jemand, der so ausweichend, die zeigt, so knapp, fast. Hey, natürlich verkrampfst du da und bist so, oh, den klar. hau ich jetzt richtig fest. Vor allem, ich meine, Chaos Williams hat ja nicht diese Erfahrung und diesen Know-how-Schatz im Kopf, wo er sagt, ah ja, das hatte ich 2014 schon mal und 2016 hatte ich auch so einen Gegner. Das hat er ja nicht. Ja. Er hat erst mal ein paar Kämpfe gemacht hier in der UFC, 5 oder 6 jetzt, glaube ich. Und Randy Brown wird schön langsam einer. Also man Definitiv. merkt ihm an, das Entscheidende war hier, es ist natürlich, er hat diesen Touch-and-Go-Style, bap-bap-bap, wieder weg, zack, 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 zack. Und der andere hat dann hinterher und ich reiße dir die Birne weg. Okay, das ist so mal der erste Unterschied. Aber der zweite Unterschied ist, Randy Brown weiß auch nach einer verlorenen ersten Runde, wo er die Power mal schmecken muss, ich habe Mittel und Wege, um das Ding zu gewinnen. Ich muss nur locker bleiben. Ich muss meinen Kampf kämpfen, da kann er nicht mithalten. Und genau so war es. Und Chaos Williams hat eigentlich große Erfolgsmomente, aber verkrampft trotzdem immer mehr. Und beraubt sich seiner Stärke, weil wenn du immer dasselbe machst, checkt der Gegner halt irgendwann mal, was du machen willst. Und du hast ja selbst gesagt, Randy Brown, Kopf schön beweglich gewesen, lange Arme, kann aus der Rechtsauslage, aus der Linksauslage kämpfen, kann kicken, kann schlagen, super Beinarbeit gehabt. Je länger es gedauert hat und auch in der dritten Runde, als der Takedown kommt, wo man denkt, ah, jetzt könnte sogar Chaos Williams die Runde eintüten, bleibt er super locker. Ja, das ist Macht halt er echt. die richtigen Dinge. Das ist eine Erfahrung. Qualität, genau. Er ist halt auch wirklich ein kühler Kopf. Also es gibt ja diese Point-Fighter, diese Leute, die los sind und nicht getroffen werden. Aber das gibt, ich habe, bei diesen Typen hast du ja regelmäßig das Gefühl, der größte Test wird, wenn da mal so eine Overhand doch richtig einschlägt. Bei ihm hat man das Gefühl, okay, dann ist es so. Und der fährt vor allem weiter seinen Film. Also wird dann auch nicht in seinem Stil irgendwie unsicher und überlegt, okay, noch mehr Faxen kann ich ja wohl jetzt nicht machen und nochmal provozieren. Die nächste Overhand wird kommen, sondern scheint da wirklich ruhig zu bleiben.
Man muss sagen, der Takedown und auch diese Hände, die dann hier und da mal eingeschlagen haben, haben einen Punktrichter tatsächlich von einem Sieg für Caius Williams überzeugt. Kann man so geben, denn natürlich ist so eine Overhand von Caius Williams irgendwie wert wie 20 Jabs von Randy Brown. Aber für mich hat er trotzdem der Richtige gewonnen und ich hatte wirklich, wirklich Spaß an dem Kampf, muss ich sagen. Ja, dieser Touch-and-Go-Style ist schon schön anzuschauen, wenn jemand auch so talentiert sich bewegt. Typ ist über 1,90 in der Gewichtsklasse. Das ist eine ordentliche Länge. Wenn man sich trotzdem noch so, du weißt ja, wie das oft ist. Du siehst ein Basketballspiel und du denkst dir, der Center ist 2,16 Meter. Alter, der bewegt sich, als wäre er der erste Mensch. Und hier ist so ein langer Typ mit langen Gliedmaßen, bewegt sich wie eine Gazelle. Also wie sich der durchs Oktagon tänzelt und das ist, als würde er tanzen. Ist ja so ein Jamaikaner, wie er den Kopf bewegt und die Schultern, wie der loose ist nach 15 Minuten. Der andere pumpt, ist übelst verkrampft und er fühlt sich richtig wohl. Hat gerade den Takedown verteidigt und sagt, ja, komm her, komm, gib dir noch ein paar Respektschellen. Und das hat mich schon beeindruckt. Ich glaube, der hat noch Potenzial, noch Steigerungspotenzial. Auf Ich jeden wollte noch Fall. mal kurz auf die Statistiken schauen, weil wir hier sagen, ja, der Takedown, das war die Dritte, glaube ich. dritte, glaube ich, war es, ne? Haben sie hier, glaube ich, gar nicht gewertet. Ich glaube, da haben sie hier die Zahlen vertauscht. Könnt ihr sogar mal eine E-Mail hinschreiben. Dieses Mal haben sie die Zahlen vertauscht. Wie sieht es denn aus in der zweiten Runde? Ja, das war relativ knapp, ne? Randy wird nach Aber. 2,5 Minuten angeschlagen und fällt dann irgendwie so relativ kontrolliert, aber Chaos geht halt hinterher, kommt dann auch aus der Guard mal hoch, aber ja, war halt nicht so ein klassischer Takedown und dementsprechend wurde er ihm vermutlich nicht gegeben. Ja. Trotzdem, also Kontrollzeit ist immer bei Williams. Auch am Zaun ist er der Stärkere, das merkst du. Da hat er immer das Plus. Aber Randy Brown hat auch einen wesentlich höheren Schlagquotient. Ist Um immer den geht's. an die 50, über die 50. Und Chaos Williams ist in der ersten Runde bei 36%, in der zweiten bei 31%, in der dritten bei 33%. Aber ja, man müsste eigentlich so Schlagkraftmesser haben. Wir wissen beide natürlich, ne, eine Faust von Caius Williams Hau ist den halt, Lukas. genau, ist halt schon auch was anderes als so ein Treffer von Randy Brown. Obwohl er ja auch mit fortlaufendem Kampfverlauf immer selbstbewusster dann auch nach dem Jab mal die Rechte bringt. Das hat ja so einen Moment gedauert. Zu Beginn hat er wirklich fast nur mit Jabs gearbeitet und dann mal geschaut, wie motiviert schwingt da Caius Williams. Man muss halt wirklich sagen, es wird noch so viele Welterweights, glaube ich, geben, die von Randy Brown richtig zerlegt werden, die halt deutlich kleiner sind. Denn der hat es hier mit jemandem gemacht, der eben auch fast 2 Meter Reichweite hat. Klar, er ist der Größere, hat halt wirklich auch nochmal, also 1,98 er, 1,96 Caius Williams. Er hat sogar noch mehr Reichweite, aber es wird auch Leute geben, die wirklich mal 20 Zentimeter weniger haben. Und dass wir da so eine Randy Brown-Klinik sehen werden, das glaube ich schon. Ich Der wird muss noch aber auch Spaß sagen, machen. wenn du 1,90 groß bist und 10 Zentimeter größer bist in diesem Gefecht, dann macht es auch was aus, wenn du deinen Oberkörper vor- oder Klar. zurücklehnst. Das gibt dir Reichweite, weil du Natürlich. eben so lang bist. Und ich bleibe bei meinem Urteil. Ja, die erste Runde gewinnt natürlich Chaos Williams, pumpt ihn da schön hin, aber ansonsten landet Randy Brown einfach die cleaneren Treffer und mehr Treffer, wesentlich mehr Treffer. Und du siehst einfach, wer hier zum 13. Mal in der UFC kämpft. Wer hier ruhig bleibt und seinen Plan nicht verliert, obwohl er eine Runde hinten liegt. Deswegen hätte ihm auch den Kampf gegeben. Ja. Hätten wir damit die Maincard besprochen, ich würde ja vielleicht auf die Prelims wirklich nicht mehr allzu lang eingehen. Wir haben jetzt schon 100 Minuten geredet. Davor hat Francisco Trinaldo wirklich ganz dominanten Kampf gewonnen. Das habe ich auch gerne gesehen gegen Danny Roberts. Peter hat eine ganz krasse Geschichte zu dem erzählt. Ja. Hat gesagt, der lebt halt da wirklich im ATT und wohnt in einer kleinen Bude mit einer Pritsche und einem Schreibtisch und ist hart am Ackern. Ja, so Also ist sieht er auch aus, Mann. so krass respektabel. Der hatte Zweitältester Kämpfer im UFC-Roster und hat halt den Körperbau. Also, du hast Michael Chandler gelobt. Trinaldo, ja, sieht nicht mehr so top aus, aber da muss man schon auch Alter gegenüberstellen. Vor dem kann man gleichermaßen, sollte man gleichermaßen Respekt haben. mit Für alle Leute, 44. wie bitte? Mit 44. So krass. Wahnsinn, Für alle Wahnsinn. Leute auf jeden Fall, die den Kampf noch nicht gesehen haben, eine große Empfehlung auch an dich: Brandon Royval gegen Matt Schnell sehen. Geht, glaube ich, 2 Minuten oder 2,5 und da passiert einiges in diesen 2 Minuten. Es sind richtig, richtig wilde Minuten. Matt Schnell, bisschen traurig, hat irgendwie kurz vor dem Kampf seine oder im Fightcamp seine Mutter verloren, hat lange überlegt, den Kampf gar nicht anzunehmen und wirkt da wirklich auch so super aggressiv. Ich glaube, der wollte dann jetzt erst recht und verliert den Kampf halt. Aber ey, liefert schon auch, nimmt den Kampf auch wirklich sportlich. Brandon Royval, da jetzt auch niemand, der sich da irgendwie eklig abfeiert, sondern jemand, der dann direkt faire
Sportlergesten zeigt. Und ich würde halt vielleicht noch kurz, also wer das Strohgewicht dann doch nochmal an die glauben will, wie angesprochen, Canelossi an gegen Lupi Godinez, wirklich eine krasse Vorstellung von Godinez. Aber ein Kampf, auf den ich vielleicht noch eingehen würde, wäre Andre Fiallo gegen Cameron Van Camp. Fiallo mit dem Druck wird dann aber auch von einem Konter niedergeschlagen, bleibt irgendwie trotzdem da und ist viel schneller wieder im Kampf, als seine erste Reaktion eigentlich vermuten ließ. Man denkt, er wird jetzt irgendwie durch den Ring stolpern und ist wirklich hart angeschlagen. Funktioniert sofort danach wieder. Und Van Camp dennoch so blutgeleckt, ist weiterhin der Aggressor, wird so mit dem ersten linken Haken so kurz weggenockt, läuft trotzdem mal einen Schritt vor, kriegt den zweiten linken Haken direkt hinterher ans Kinn, fällt halt komplett Knockout um. Andre will Ground and Pound nachschlagen und Mark Goddard tackelt den so richtig um, verhindert wirklich den ersten Schlag bereits, der ins Ziel kommen sollte. Auch überhaupt ja, irgendwie Diskussionen von Cameron Van Camp. Der funktioniert direkt wieder motorisch, sieht aber auch ein, okay, warte mal kurz, wann die Lichter aus, sehe ich ein. Debütant, glaube ich, sogar gewesen. Schöner Kampf, Fight of the Night Performance, worauf ich eigentlich hinaus will, deswegen rede ich über den Kampf. Andre Fiallo spricht danach mit Aaron Bronstetter. Dem wiederum erzählt er, dass er direkt nach dem Sieg auf Dana White und Sean Shelby zugegangen sei, darum gebeten hat, zeitnah wieder zu kämpfen. Wohl ein Wort darauf bekommen hat, okay, dann nächster Pay-Per-View, UFC 275 in Singapur. Gegner wird noch verkündet, aber darauf Handschlag und es wird halt sein vierter Kampf in weniger als 5 Monaten. Das ist halt wirklich jemand, der sich, glaube ich, richtig ins Herz der UFC gerade kämpft. Der Wow. liefert. Also, der ist jedes Mal da, hat Michael Pereira gekämpft und sich wirklich gut geschlagen. Auf Anhieb kriege ich die nächsten Gegner nicht mehr zusammen. Aber wie gesagt, vierter Kampf in weniger als 5 Monaten. Der Typ ist aktiv und ja, wirklich auch körperlich eindrucksvoll. Super guter Boxer. Glaube ich nicht der super Ringer, nicht der super Grappler, aber die Hände tun auf jeden Fall weh. Das hat, wie gesagt, auch Cameron Van Camp spüren müssen. Da wäre ja quasi dieser Rekord von Kevin Holland in Gefahr, theoretisch. Weil wenn du hier siehst, gegen Pereira hat er verloren. Da müsste er fünfmal gewinnen. Ne? Also 5 Kämpfe in diesem Kalenderjahr sind realistisch, aber fünf Ja, 5 Siege Siege werden nicht. schwierig. Die werden schwierig, Hat ja. halt, glaube ich, die krasseren Menschen gekämpft, würde ich sagen. Das Krasseren mag Gegner sehr, sehr gekämpft. gut sein, ja. Das mag sehr, sehr gut sein. Keine Ahnung. Ja, das steht nicht auf dem Papier, aber für mich hat der auf jeden Fall ähnlich viel Respekt eingesahnt. Hat ja auch wirklich gegen Mirel Pereira nicht schlecht ausgesehen. Dem hat er auch echt Probleme gemacht. Keinesfalls. Lowlight war für mich Blagoj Ivanov gegen Marcos Rogério Ich de mir gar nicht Lima. erst angesehen. Ich habe gesehen, die beiden haben eine Decision geliefert. Das wollte ich mir nicht angucken. Ich habe es mir ganz gegeben, ja, ich hasse mich dafür immer noch, aber ich habe vorher so diesen Satz benutzt, aus der Zeit gefallen, ja. Wenn man sich die modernen Heavyweights ansieht und dann die beiden, dann weißt du, warum die damit nichts zu tun haben, was die machen. Also das war nicht modern, das war nicht 2022, das war eher so 2003. Modern ist es auf jeden Fall, Videopodcasts zu veröffentlichen und die auf YouTube zu veröffentlichen. Dementsprechend hätte ich zuletzt, glaube ich, um die Folge zu beenden, nochmal alle Leute, die uns auf Spotify und auf Apple Podcast und den ganzen anderen Anbietern hören, aufgefordert, kommt bitte auf YouTube. Wir brauchen euch hier. Packt das Abo aus, drückt da drauf, kostet nichts, und tut uns wirklich gut. Gebt uns den Like und schaut uns unsere von Sebastian oft benannten Radiogesichter an. Macht Werbung für uns natürlich auch gerne. Es gibt ja viele Leute, die auch immer mal in den Kommentaren, ihr habt zum Beispiel eine Grimasse hier verpasst. Sowas seht ihr auf YouTube. Gibt ja immer wieder Leute in den Kommentaren, die fragen, wie können wir euch unterstützen? Habe ich gerade auch wieder jemandem geantwortet. Ich bin fest von überzeugt, es funktioniert am allerbesten. Natürlich können wir Werbung für uns machen. Natürlich gibt es den YouTube-Algorithmus, der ist super, aber es funktioniert letztendlich schneller Wachstum immer über die Community. Dementsprechend empfehlt uns euren ebenfalls MMA-begeisterten Freunden. Bleibt dran, schaltet regelmäßig ein, so wie ihr das tut. Lasst die Liebe weiterhin da. Wir wissen die, wie immer gesagt, zu schätzen. Ich bedanke mich, wie auch jede Folge, in der ich die letzten Worte habe, für deine Zeit, aber sehe gerade, dass du noch etwas Gutes im Kopf hast. Dabei gehen wir nämlich auch auf einen Kommentar ein, den wir schon relativ lange aufgeschoben haben. Es gab mal jemanden, der dich gefragt hat, was hast du denn alles für Bücher bei dir im Hintergrund stehen? Wir sehen, du hast irgendwie DVDs da stehen und Actionfiguren und du hast ja quasi ein UFC-Museum oder UFC-Fan-Museum bei dir in den zwei Nein. Regalen versammelt. Was sind das denn für Bücher, wurde gefragt. Und du hast gesagt, versprochen, ich gehe mal drauf ein. Ja, also
Das beste MMA-Buch, das ich jemals gelesen habe, ist Quitters Never Win von Michael Bisping. Und wer die Amazon-Doku gesehen hat über Michael Bisping, der wird vielleicht erahnen können, dass das Buch ähnlich gut ist. Es ist aber so, dass ein Buch auch gut geschrieben sein muss. Und dieses Buch ist hervorragend geschrieben. Der sportliche Inhalt ist top, der dramaturgische Inhalt ist top, die Art des Schreibens ist richtig cool und richtig locker und leicht zu lesen. Deswegen Quitters Never Win von Michael Bisping. Und die Frage ist super und es ist ja auch, es hat ja auch einen Grund, dass wir Fragen beantworten. Aber das ist nicht der einzige Hintergrund, warum ich dieses Buch in die Linse halte. Denn auch der Einbau dieses Buches ist eine potenzielle Möglichkeit für uns, um den Podcast ein bisschen zu monetarisieren. Genau, wir haben eine Amazon-Affiliate-Partnerschaft gestartet, sind gerade in so einer Testphase, glaube ich, aber auch das Buch wirklich ist wirklich Hammer. Es gibt halt keine krassere Lebensgeschichte irgendwie als die von Michael Bisping, zumindest so sportlichen Verlauf. Es ist sehr, sehr motivierend und, glaube ich, auch voller Lebensweisheiten, die man auf ganz viele andere Lebenssituationen irgendwie übertragen kann. Dieses Dranbleiben, du sagst immer nicht der Talentierteste sein, aber hart ackern, an sich glauben und einfach weitermachen, auch wenn es mal nicht so läuft. Das verkörpert Michael Bisping. Dementsprechend ist er so eine Ikone geworden, vor allem für den britischen MMA-Raum. Und ja, diese Worte sind nicht irgendwie geheuchelt. Wir haben uns das Buch aussuchen können, können hier jegliche Produkte irgendwie empfehlen. Deswegen glaube ich wirklich, dass da auch ein, zwei Leute darauf vertrauen werden. Wenn wir da eins davon verkaufen, können wir fortlaufend auch einfach mit so Affiliate-Links ein bisschen Geld machen. Das auch noch so ein Weg von uns. Und diese inzwischen fast 2 Stunden, die wir hier gerade investiert haben, mit der Zukunft gegebenenfalls mal zumindest mit 1, 2 Talern vergüten zu lassen. Deshalb. Lest das Buch, kauft gerne über den Link. Lesen immer eine gute Sache. Wenn man im MMA-Fan ist, kann man da zwei Interessen vereinen. Ja, bestes MMA-Buch, das glaube auch ich gelesen habe. Ja, es gibt es auch als Hörbuch. Man muss nicht die gebundene Ausgabe kaufen. Es gibt auch das Taschenbuchformat. Es gibt es für den Kindle. Was weiß ich. Aber es ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Typ hat seinen Job verloren, saß im Knast, war ganz unten und wird dann mit einem Auge Weltmeister. Also wenn dich das nicht berührt, dann bist du ein Stein. Ich habe es als Hörbuch gehört und als Buch gelesen. Das sagt alles. Das passiert mir eigentlich sonst nie. Diese Worte, was soll man wirklich mehr sagen? Also die beste Werbung ist doch zu sagen, ich benutze die Produkte wirklich selbst aus voller Überzeugung. Man glaubt es den Leuten, ich fand es authentisch, das sagt Sebastian nicht einfach daher. Genau, YPSI Shop natürlich auch immer benannt. Jetzt haben wir es wirklich. Danke für deine Zeit, Sebastian. Danke fürs Einschalten. Ihr bekommt diese Woche auf jeden Fall noch MMA News und natürlich auch ein Preview zur kommenden Fight Night. Bis dahin. Ciao.